Ja, meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Georg Leppert von der Frankfurter Rundschau und gemeinsam mit meiner Kollegin Sandra Busch darf ich heute Abend moderieren. Wir haben ein knackig volles Haus, sowohl hier als auch im Giebelsaal, wo wir noch kurzfristig eine Übertragung hinbekommen haben. Wir übertragen außerdem über unseren Stream. Insofern, das zeigt, dass das Thema, über das wir heute reden, die OB-Wahl am 5. März, von allergrößtem Interesse ist. Vor genau 5 Jahren haben wir hier bereits ein Stadtgespräch zur OB-Wahl gehabt mit Peter Feldmann, Bernadette Weiland, Volker Stein, Sie kennen sie alle. Ja, normalerweise hätte ich gesagt, wir sehen uns hier im Jahr 2024 wieder, aber wir alle wissen, wir haben die OB-Wahl ein Jahr früher. Die Parteien haben sich sehr schnell aufstellen müssen, wir haben uns sehr schnell aufstellen müssen. Umso glücklicher sind wir, dass das hier gut geklappt hat und dass wir heute ein volles Haus haben. Meine Damen und Herren, wir reden heute 3 Blöcke ab mit den Themen Klimaschutz, mit dem Thema Verkehrspolitik und mit dem Thema Bahnhofsviertel. Wir werden aber auch noch andere Themen besprechen, und zwar in kleinen Runden. Das heißt, zwischen den einzelnen Blöcken werden wir mit den Kandidatinnen und Kandidaten jeweils 2-3 Minuten reden. Wir gucken aber zu, es kann keine nachtfüllende Veranstaltung werden, auch wenn da Fragen genug für da wären. Deshalb wollen wir schnell beginnen und die Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen. Schönen guten Abend. Also ganz links von Ihnen sitzt Uwe Becker, Europastaatssekretär der Hessischen Landesregierung und Kandidat der CDU. Guten Abend, Herr Becker. Bräuchten das Mikro, bitte. Dann neben Herrn Becker herzlich willkommen Manuela Rottmann von den Grünen. Bundestagsabgeordnete, bis vor kurzem noch Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium, hat den Posten aufgegeben, als sie Kandidatin wurde, um sich auf den Wahlkampf zu konzentrieren. Herzlich willkommen hier, Manuela Rottmann. Neben Frau Rottmann sitzt Janky Pürsün, FDP-Fraktionschef im Römer, Landtagsabgeordneter und Kandidat der FDP. Guten Abend. Dann dürfen wir begrüßen Daniela Mehler-Würzbach von der Linken. Sie ist seit 2021 im Stadtparlament, hat dort ganz verschiedene Funktionen, wie es so ist in einer Fraktion, die nicht aus 20 bis 30 besteht, sondern aus 6 bis 7. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind, Frau Mehler-Würzbach. Schönen guten Abend. Und zuletzt Mike Josef. Wollte ich schon sagen, SPD-Parteichef. Nein, soweit ist es noch nicht gekommen. Planungs- und Sportdezernent und Kandidat der SPD. Guten Abend. Das war jetzt richtig. Guten Abend, hallo. Meine Damen und Herren, wir wollen mit dem Thema beginnen, was sicherlich unstrittig für die Menschen eines der wichtigsten Themen unserer Zeit ist, den Klimaschutz. Und wir beginnen mit Ihnen, Frau Rottmann. Frau Rottmann, letztlich kann man Ihren Wahlkampf ja schon beschreiben mit Klimaschutz first. Sie fordern das klimaneutrale Frankfurt bis 2035, aber wir fragen uns, um welchen Preis eigentlich? Sie sagen, Sie erwarten nicht, dass die Industrie sich weggehe, die siedle sich nämlich dort an, wo es gute Versorgung mit erneuerbaren Energien gäbe. Aber sind Sie denn sicher? Sind Sie denn sicher, dass die Industrie bleibt, dass Mieten bezahlbar bleiben? Denn gerade aus dem Gewerbe gibt es jetzt schon Klagen wegen zu großer Beschränkungen. Ich bin vor über 30 Jahren in die Politik gegangen wegen des Themas Klimaschutz. Und in den 30 Jahren habe ich 2 Dinge gelernt. Man kann mit Klimaschutz nicht zu früh anfangen, sondern nur zu spät. Und man kann nicht zu viel tun, sondern nur zu wenig. Das ist die Situation, in der wir jetzt sind. Klimaschutz ist ein soziales Programm. Das haben wir jetzt in diesem Winter gemerkt. All diejenigen,
die in Passivhäusern wohnen konnten, weil wir frühzeitig die Entscheidung dafür getroffen haben, die hatten kein Problem mit hohen Energiepreisen. Das heißt zu sagen, wir verzichten auf energetische Effizienz und bauen dafür billiger, ist am Ende teurer, weil wir jahrzehntelang teure Energie finanzieren. Und für Industrie und Gewerbe gilt genau das Gleiche. Industrie und Gewerbe hat dort eine Zukunft, wo wir jetzt zusammen mit den Unternehmen in neue, noch nicht fossile Infrastruktur investieren. Wir haben dafür zum Beispiel in Griesheim eine gute Chance, das jetzt zu machen. Wichtig beim Klimaschutz ist, dass man vorausdenkt, also dass man sich löst vom gesetzlichen Mindeststandard, wie wir das beim Passivhausbau für das Klinikum Höchst vor 10 Jahren gemacht haben. Vor 10 Jahren zu entscheiden, was funktioniert für die nächsten 40 Jahre und am Ende werden wir eine Rendite haben daraus, eine wirtschaftliche Rendite und eine soziale Rendite. Frau Mehler-Würzbach, soziale Rendite, ja, aber befürchten Sie nicht vielleicht doch, dass Klimaschutz auf dem Rücken von ärmeren Menschen ausgetragen wird, dass einfach alles sehr teuer ist, was auf uns zukommt, was getan werden muss? Die Befürchtung ist natürlich bei ganz, ganz vielen Menschen vorhanden. Also das muss man, glaube ich, ganz klar sagen, dass viele Menschen Sorge dafür haben, dass der gesellschaftliche Umbau, der uns ja ohne Frage bevorsteht, auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Und deswegen müssen wir einen sozial-ökologischen Umbau so gestalten, dass wir auch alle mitnehmen. Das heißt, die soziale Komponente darf davon nicht abgekoppelt werden, sondern die muss immer zusammengedacht werden. Was ich mich frage, und vielleicht radikalisiere ich mich tatsächlich in den letzten Jahren mit Blick auf diese Klimakatastrophe, vor der wir gerade Angesicht zu Angesicht stehen, auch ein Stück weit ist, wir sind in dieser Stadt in der Situation, dass wir in diesem Jahr 34 Jahre Grüne in der Regierung haben. Sind wir nicht zu langsam? Herr Becker, wir sind uns, glaube ich, auf dem Podium alle einig, dass Klimaschutz Priorität haben muss bei Entscheidungen. Und wir reden gleich noch über Verkehrspolitik, deshalb lassen wir uns nicht zu viel vorwegnehmen. Aber irre ich mich oder vermisst man den ganz großen Wumms in Sachen Klimapolitik bei Ihnen schon? Nein, Herr Lippert, den vermisst man, glaube ich, nicht, weil ich sehr klare Ziele formuliert habe. Ich habe gesagt, ich möchte Frankfurt so aufstellen, dass die Menschen in 2030 ihre Energie nur noch aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Ich glaube, ich bin, wenn ich hier oben aufs Podium schaue, derjenige, der über die längste Zeit in der Frankfurter Stadtregierung auch das Thema aktiver Klimaschutz auch sehr praktisch betrieben hat, ob es eine Mainova war, wo es mir immer darum ging, dass wir nicht nur Blaupausen kopieren, die Investition in Photovoltaik, die Investition in die Windparks, die wir geleistet haben. Wenn ich an das Thema denke, Zusammenfassung mit ABG und Mainova in der ABG Nova, wo wir angefangen von dem Thema Photovoltaikprogramme in den Siedlungen bis hin zum Thema Carsharing mit auch dort Wasserstofffahrzeugen bis hin zum Thema Messegesellschaft, wo wir mit dem Cup Europa das nachhaltigste Kongresszentrum in Europa geschaffen haben, was nach Platin zertifiziert ist von der Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Das waren alles Projekte, an denen ich sehr konkret mitgewirkt habe. Und deswegen hat das für mich Priorität. Ich vermisse, dass wir mit der Kraft, die wir haben, jetzt in die Zukunft gehen. Und etwa, wenn ich an das Thema Geothermie denke, von dem, was im Unterrhein, im Oberrheingraben an Kraft vorhanden ist, das nicht stärker nutzen, dass wir nicht jetzt schon stärker darauf aus sind, wenn die großen Wasserstoffpipelines durch Deutschland auch in der Rheinschiene entlang gebaut werden, jetzt frühzeitig uns in diesen Diskurs einbringen, um sicherzustellen, dass Frankfurt-Rhein-Main hier angeschlossen ist. Also ganz im Gegenteil, ich stehe für das Thema Klimaschutz, aber auch so, dass wir wirklich hier die Chance haben, als Stadt Frankfurt auch Vorreiter werden zu können. Herr Pürsün, und wie funktioniert Klimaschutz im FDP-Stil? Also früher war es ja schon so, dass man, wenn man Geld gespart hat, wenn man effizient gewirtschaftet hat, das Klima und die Umwelt geschützt wurde, weil man Ressourcen gespart hat. Heute ist die Sache natürlich noch ein bisschen komplizierter, weil es Maßnahmen gibt, die vielleicht teurer sind und nicht so viel Nutzen bringen. Und im FDP-Programm sieht es so aus, dass wir eben nicht ideologisch vorgehen, sondern dass wir auch auf technologischen Fortschritt setzen. Wir schauen uns alle Maßnahmen an, die möglich sind, und es sind sehr viele möglich. Es wird nicht eine einzelne große Maßnahme geben, die uns ans Ziel bringt. Und wir gehen sukzessive alle Maßnahmen durch, je nachdem, welche Effizienz es verspricht. Weil Klimaschutz ist natürlich teuer und wir müssen aufpassen. Soziale Frage ist ja angesprochen worden, dass wir keinen Widerstand in der Bevölkerung
erzeugen, der Gestalt, dass die Menschen das Gefühl haben, Klimaschutz reduziert ihre Möglichkeiten, ihren Wohlstand, gefährdet vielleicht ihre Arbeit, sondern ganz im Gegenteil, jeder soll ja vom Klimaschutz auch profitieren. Alle Menschen machen ja auch gerne mit, wenn sie sehen, dass es die Lebensgrundlagen des Planeten zu erhalten schützt. Und wir müssen in dieser Stadt, im Haushalt steht ja auch viel Geld drin, der Klimaschutz ist der einzige Bereich, der per se einen größeren Haushaltsansatz bekommen hat. Und dieses Geld müssen wir gut nutzen mit den Maßnahmen, die am meisten bringen. Und wenn wir die großen Gewinnbringer dann schon umgesetzt haben, dann widmen wir uns den nächsten Schritten, die dann nicht mehr so viel bringen. Aber wir haben in der Stadt schon so viel beschlossen. Jetzt kommt es natürlich auch darauf an, wir haben ein neues Klimareferat ja in der Stadt, dass es dann auch umgesetzt wird. Ideen gibt es viele. Wir brauchen auch die Verwaltung, die es dann umsetzen kann. Und ich glaube, da hakt es eher nicht an den guten Ideen, die ausgesprochen werden und die teilweise von der Stadtverordnetenversammlung auch schon beschlossen wurden. Herr Josef, der vergangene Donnerstag war ja durchaus ein wichtiger Tag für Sie. Zumindest von Frankfurter Seite aus hat man ein Baugebiet auf den Weg gebracht, über das lange diskutiert wurde. Den Stadtteil im Nordwesten hinter Braunheim, sage ich mal, bis zur A5. Sie feiern sicherlich, dass von Frankfurter Seite aus die Weichen gestellt worden sind und letztlich jetzt nur das Umland zustimmen soll. Aber etwas ketzerisch gefragt, können wir es uns denn leisten, Freiflächen zu bebauen? Wir reden hier schon von einer Menge Freiflächen, davon gibt es nicht mehr so wahnsinnig viele. Können wir uns das leisten, die zu bebauen für 17.000 Menschen? Ich glaube, Herr Leppert, es geht nicht darum, dass ich irgendwas oder dass wir irgendwas abfeiern, sondern wenn ich unterwegs bin, jetzt gerade auch im Wahlkampf und mit den Menschen reden, dann gibt es neben den drei wichtigen Themen, die wir heute diskutieren, die sind wirklich wichtig, auch Themen wie die Frage von Bildung und die Frage von sozialer Sicherheit in einer Stadt, wo 31% der Haushalte weniger als 2.000 Euro brutto verdienen. So. Und deswegen gilt, und das haben uns ja auch Gespräche, ich war in Wien, in Zürich, habe mit Kolleginnen und Kollegen in München oder Paris geredet, geht es darum, die ganze Stadt im Blick zu haben. Und wenn man die ganze Stadt im Blick hat, dann bedeutet das eben auch, die Stadt so zu entwickeln, dass man wohnortnah arbeitet und arbeitsnah wohnt, weil es auch eine Frage von Nachhaltigkeit in einer Stadt ist, wo wir 400.000 Pendlerinnen und Pendler aus der Region haben. Und deswegen müssen wir da behutsam, wo wir die Voraussetzungen des ÖPNVs haben, dort haben wir die RTW, dort können wir die U7 verlängern, Möglichkeiten der Weiterentwicklung schaffen, aber grundsätzlich gilt natürlich Innen-vor-Außen-Entwicklung. Aber wenn wir über Klimaschutz langfristig reden, dann müssen wir, glaube ich, auch weg von den Worthülsen. Das will ich anhand von drei Punkten sehr konkret machen. Wir werden das zukünftige Rebstockbad durch Geothermie erwärmen. Wir werden ein Quartier im Norden, das Hilgenfeld, entwickeln, wo 75% Klimaneutralität, CO2-Neutralität herrscht durch Geothermie, Photovoltaikanlagen. Wir werden gemeinsam, das ist der dritte Punkt, mit Rosemarie Heilig, wir arbeiten gut zusammen, eine Freiflächensatzung auf den Weg bringen, wo Änderungen im Gebäudebestand und vor den Gebäuden Entsiegelungsmaßnahmen verwirklicht werden sollen. Und gestern haben wir gemeinsam eine Leitlinie auf den Weg gebracht, wo Photovoltaikanlagen und Dachbegrünung gemeinsam entwickelt werden können, weil das vor einigen Jahren noch gegeneinander diskutiert wurde. Und deswegen geht es neben der Frage, wie entwickelt sich die Stadt, und natürlich müssen wir Quartiere auch nachhaltig gestalten, also nachhaltig und sozial, um am Ende auch die ganze Stadt im Blick zu haben. Die Frage von Materialitäten. Wir werden das erste Hochhaus über 60 Meter in dieser Stadt entwickeln aus Holzbauweise. Aber das sind genau die Grundlagen, wo wir sehr konkret darüber reden müssen, was machen wir jetzt, wo stellen wir jetzt die Weichen, und nicht nur über abstrakte Zahlen als Zielsetzungen, die sind wichtig. Aber jetzt beginnt die Weichenstellung, das machen wir auch mit dem neuen Quartier. Wir werden aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, das werden wir beweisen. Frau Mähler-Würzbach sagte es gerade, die Grünen mehr als 30 Jahre in der Stadtregierung, da kann man sich schon mal fragen, warum ist denn bisher nicht mehr passiert? Wo sind die Solaranlagen auf den Dächern? Warum sind die nicht schon da? Und warum soll man jetzt glauben, dass es jetzt ganz schnell geht damit? Frau Rottmann. Die Grünen haben in der Stadtregierung einen großen Unterschied gemacht. Also, dass wir 2006 in Frankfurt den Beschluss gefasst haben, öffentliche Gebäude nur noch als Passivhaus zu bauen, war nichts, was die SPD gut fand, sondern damals wurde noch ausgespielt, wir bauen lieber günstiger und dafür nehmen wir nur den gesetzlichen Standard. Und das hat die Stadt durchgehalten und das hat sich ausgezahlt. Und es gibt viele andere Punkte, wo man sieht, dass wir frühzeitig auf Klimaschutz gesetzt haben. Aber nehmen Sie das Beispiel Photovoltaikanlagen auf Dächern.
Photovoltaikanlagen sind in den letzten Jahren von der alten Bundesregierung immer unattraktiver gemacht worden. Und jetzt hat die Bundesregierung dafür Hürden weggeräumt. Also zum Beispiel die Umsatzsteuerbefreiung, die Befreiung auch von der Gewerbesteuerpflicht. Ja, die Leute gesagt haben, eigentlich konnte ich zum Lohnsteuerhilfeverein, jetzt muss ich zum Steuerberater, weil ich eine PV-Anlage auf dem Dach habe. Das mögen Kleinigkeiten sein, aber sie haben die Leute gebremst. Und die sind jetzt weg. Und unsere Aufgabe als Stadt ist es, daraus Tempo zu machen. Die Türen gehen auf durch die Bundesregierung. Wir müssen mit Schwung durchgehen. Und das bedeutet auch, sich zu überlegen, was hindert denn die Leute noch? Was hindert die Leute vor Ort? Zum Beispiel ist es manchmal unwirtschaftlich, wegen der PV-Anlage auf ein einziges Gebäude ein Gerüst zu stellen. Also kriegen wir vielleicht Lösungen hin, wo wir einen ganzen Straßenzug anbieten. Wir machen das auf einmal durch, wir nutzen eure Fläche. Die Eigentümer müssen ja selber gar nicht investieren, sondern das Einzige, was wir von ihnen brauchen, ist die Fläche. Also das ist ein Beispiel dafür, dass man eben gucken muss, woran knabbert man, was stört die Leute, was kann man ihnen abnehmen, damit sie mit uns den Weg gehen. Und wir haben ein Riesenpotenzial. Wir nutzen 3,5% unseres Flächenpotenzials. Wenn wir daraus 50% machen, und das geht sehr, sehr schnell, dann sind wir einen großen Schritt vorne. Frau Mähler-Würzbach, Sie haben jetzt natürlich ein bisschen Rolle und auch das Privileg, aus der ewigen Opposition in Frankfurt, in Hessen und im Bund argumentieren zu können. Aber wenn Sie sich angucken, was in Frankfurt und Hessen für den Klimaschutz getan wurde, man hat bei Ihnen, wenn man Ihnen zuhört, manchmal das Gefühl, Sie sind ein bisschen fassungslos, wie wenig das ist. Das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Ich bin wirklich an vielen Stellen fassungslos, weil es an vielen Stellen nicht vermittelbar ist. Weil immer wieder gesagt wird, wie wichtig Klimaschutz wäre, weil immer wieder gesagt wird, was man Tolles plant und vorhat und ankündigt und ganz häufig eben auch in schöne Programme schreibt und verspricht, aber dann eben relativ wenig passiert. Ich bin ja jetzt noch nicht so lange in meiner Funktion im Römer und habe aber festgestellt, meine Fraktion hat 2008 schon über PV auf allen städtischen Dächern Anträge gestellt und gesprochen und geredet. Ist jetzt keine Diskussion, die wir neu haben in Frankfurt, ganz klar an der Stelle, über so Sachen wie Solarkataster in der Stadt und andere Dinge, die jetzt lang und breit immer wieder durch die Gremien diskutiert werden und wo wir dran müssen, reden wir auch schon seit sehr langer Zeit. Deswegen ist für mich immer die Frage, wenn ich diese Diskussion jetzt gerade höre, was wird sich denn jetzt tatsächlich ändern zu den Diskussionen, die wir vor, Sie haben es eben gesagt, auf meinem Zettel von vor 5 Jahren stehen ganz ähnliche Punkte, als über die, die wir jetzt sprechen. Ich bin mir sicher, dass an vielen Stellen der Wille angesichts der Situation der Klimakatastrophe, auf die wir zusteuern, größer wird. Aber wo ist die Umsetzung? Wo sind wir tatsächlich an der Stelle jetzt, dass wir ins Tun kommen? Weil die Ankündigungen einfach nicht mehr reichen werden. Also es ist auch, weiß ich nicht, viele von uns haben Kinder, ich meine, es sind 2 und 5, ich kann denen nicht erklären, warum so wenig passiert an der Stelle. Und wir sind gerade dabei, immer viel auch über Zahlen zu reden. Und ich unterstütze die Grundsatzbeschlüsse zum Klima, die letztes Jahr in der Stadtverordnetenversammlung gefasst worden sind, ganz ohne Frage. Aber an vielen Stellen sind diese Vorhaben löchrig. Wenn wir jetzt in der Stadt eine große Tafel aufstellen, um uns anzuschauen, wie das Klimabudget der Stadt aussieht und wie es geringer wird, dann sind dort Sachen rausgerechnet. Dann ist da der Flughafen rausgerechnet, da sind die Autobahnen rausgerechnet, weil die nicht auf städtischem Territorium liegen. Es ist wie ein löchriger Käse, obwohl diese Emissionen um uns herum stattfinden. Und an vielen Stellen habe ich den Eindruck, dass wir uns mit den Instrumenten, die wir in der Hand haben, ganz häufig in die Tasche lügen und nicht wirklich an die Wurzel der Probleme gehen, indem wir wirklich uns eingestehen, dass wir sehr viel grundsätzlicher an der Art und Weise, wie wir uns eine Zukunft sozial-ökologisch vorstellen, diskutieren müssen und die aktuellen Instrumente, wo wir ein bisschen Maßnahme hier, ein bisschen Maßnahme dort wählen, eigentlich nicht ausreichen. Herr Josef, Frau Mähler-Würzbach kann Ihren Kindern nicht erklären, wie es so weitergeht mit dem Klimaschutz. Wie erklären Sie es denn Ihren? Na, in der Tat, ich habe auch 2 kleine Kinder und ich glaube, gerade beim Thema Klimaschutz, und wir reden ja über die OB-Wahl, ich finde es wenig zielführend, wenn wir jetzt alle gegenseitig mit dem Finger auf den anderen zeigen, parteipolitisch, weil die meisten, muss man sagen, regieren in Frankfurt, im Land und oder im Bund mit. Und das nicht erst seit gestern.
Deswegen geht es schon um die Frage, nochmal, was machen wir ganz konkret? Es ist in der Tat so, an vielen Stellen müssen wir schneller werden. Aber wir haben beispielsweise durch die Frage des Ausbaus der Radwege, den Radentscheid, durchaus erste Weichenstellungen gesetzt. Wir haben durch Modernisierungsprogramme, die wir jetzt nochmal erhöht haben, von 1 Million auf 10 Millionen Euro angesetzt im Haushalt, wo wir eben eines deutlich machen wollen. Deswegen sage ich, muss man die ganze Stadt im Blick haben. Dass wenn wir beispielsweise, und das sind jetzt zwei Hauptverursacher für CO2-Ausstoß in Städten, wie Frankfurt. Das sind einmal die Gebäude, das ist die Gebäudewirtschaft und das ist einmal das Auto. So, die zwei Sachen geht es im Kern. Den Fluglärm mindern, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Da geht es nicht nur um den Blick auf den Kernflughafen, sondern Kurzstrecken beispielsweise in Richtung Bahn zu verlagern, dass wir das auf die Schiene verlagern. Das sind alles Punkte, die wir nicht nur diskutieren, sondern jetzt peu à peu umsetzen. Bei den Modernisierungsprogrammen habe ich gesagt, wir haben quasi Anreize geschaffen, damit nach Modernisierung, weil wir brauchen die Modernisierung unserer Gebäudewirtschaft, damit wir weniger CO2 ausstoßen, nicht die Miete so stark steigt, dass am Ende die Mieterinnen und Mieter ihre Wohnungen verlassen müssen, weil die Mieter nicht mehr bezahlen können. Dass wir die Barrierefreiheit schaffen. Deswegen, ja, wir brauchen auf Bundesebene, Landesebene und kommunale Ebene mehr Anstrengung. Beispielsweise die Ausweitung der Photovoltaikanlagen entlang der Autobahnen. Wir haben dort Flächen, die durchaus genutzt werden können für die Festsetzung von Photovoltaikanlagen. Tarek Al-Wazir hat heute ja selbst auch gesagt, beim Ausbau der Windkraft sind wir zu langsam. Es kann nicht sein, dass wir für eine Windkraftanlage im Schnitt 900 Tage für eine Genehmigung brauchen. Das heißt, auch die Planungsbeschleunigung, das zu quasi verändern und so fortzusetzen. Der Bund ist ja gerade dabei. Das sind alles Sachen, wo es überhaupt nicht hilft, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, sondern es geht nur in einer gemeinsamen Kraftanstrengung. Herr Bürsin, eine gewisse Wirtschaftsnähe ist der FDP durchaus zuzuschreiben. Auch ist es auch Ihre Parteifreunde, die das Dezernat leitet im Römer. Wie bewerten Sie es eigentlich, wenn die Frau Rottmann sagt, naja, die Industrie, das Gewerbe und so, die ziehen da mit, die siedeln sich da an, wo es die erneuerbaren Energien gibt, die werden uns auf dem Weg zur Klimaneutralität, auf dem schnellen Weg zur Klimaneutralität begleiten. Ist der Optimismus berechtigt? Der Optimismus ist berechtigt. Wir werden die Maßnahmen für den Klimawandel sowieso nicht gegen die Wirtschaft und auch nicht ohne die Wirtschaft durchsetzen können. Wir müssen die Regeln so setzen, dass die Wirtschaft auch ein Interesse hat und selber davon profitiert. Mit Bestrafen wird das nicht funktionieren. Und dadurch, dass Energie aktuell ja sehr teuer ist, vorher ja auch nicht günstig war, gibt es ja einen sehr hohen Anreiz, Energie zu sparen. Und wir müssen in allen Bereichen, Verkehr und Wohnung ist ja angesprochen worden, mit weniger Energieeinsatz auskommen. Und dann wird natürlich auch dadurch automatisch CO2 gespart. Es entstehen viele Möglichkeiten, wo man investieren kann, Arbeitsplätze werden entstehen und da wird die Wirtschaft auf jeden Fall mitmachen. Wir müssen es auch als Partner sehen, denn alles andere würde entweder bedeuten, wir verlieren die Wirtschaft und die Arbeitsplätze, dann gehen sie vielleicht ins Ausland, das wäre sehr weit weg, oder wir hätten um uns herum Kommunen, die dann vielleicht sagen, ja, wir können ja davon profitieren, dass die Arbeitsplätze und die Unternehmen Frankfurt verlassen, dann gehen sie über die Grenze. Die Umweltbelastung wird keine bessere sein, ganz im Gegenteil. Genauso wie die Frage, wo gebaut wird. Wenn in Frankfurt gebaut wird, ist es vielleicht pro Kopf ein bisschen weniger, als wenn außerhalb von Frankfurt Wohnungen gebaut werden. Dann haben wir zum einen den Pendelverkehr, der betrifft dann auch Frankfurt, nur dass wir es nicht steuern können. Und in der Wohnungswirtschaft wird dann dort vielleicht mehr Energie verbraucht. Von daher plädieren wir sehr stark dafür, es gemeinsam mit der Wirtschaft zu machen. Die Wirtschaft ist innovativ, diese Innovation müssen wir fördern, auch mit der Wissenschaft. Und nur so werden wir es schaffen. Alles andere per Dekret oder per Zwang wird nicht funktionieren, weil es ganz viele kleine Schritte sind. Die sollte man auch nicht kleinreden. Es werden sehr viele kleine Schritte sein und da brauchen wir die Wirtschaft an unserer Seite. Herr Becker, hat er recht? Geht die Wirtschaft mit? Nun, die Wirtschaft wird mitgehen. Es wird nicht alleine nur über den Aspekt der völligen Freiwilligkeit gehen. Das heißt, die Anreize, die man schaffen muss, die politischen Ziele, die man formulieren muss, die muss schon auch eine Stadt vordenken. Und ich glaube aber, wir müssen, wenn wir über Klimaschutz reden, natürlich auch andere Faktoren berücksichtigen. Wir haben das Thema, wie heizt sich diese Stadt im Sommer auf? Und da muss ich schon natürlich auch dem Aspekt widersprechen, dass es nicht darum gehen kann, dass wir um Frankfurt herum die Kaltluftentstehung und die Kaltluftschneisen zubauen und uns dann sozusagen wundern, wenn es innerstädtisch das Klima noch schwieriger auch wird. Das heißt, wir müssen schon Sorge dafür tragen, dass auch in der Wohnungspolitik ein gesundes Wachstum der Stadt greifen kann, damit wir darüber auch gewährleisten können, dass wir nicht anschließend reparieren müssen, was wir vorneweg erstmal zugebaut haben.
Auch das ganze Thema, wie kommen wir mit dem Thema Trinkwasser voran? Wir reden darüber, dass wir mit den Ressourcen, die wir heute haben, schon jetzt lange im Konflikt mit dem Vogelsberg liegen, was das Trinkwasser aus dem Vogelsberg angeht. Wir haben die Infiltrationsthematik mit dem Hessischen Ried, wissen aber und sehen aber auch, wie die Thematik im Rheinwasser ausschaut. Das heißt, auch das, die Umgehensweise auch mit der Frage Trinkwasser, Brauchwasser ist ein Thema, wenn wir neue Quartiere entwickeln, wenn wir die Frage von Bewässerung uns anschauen. Das alles sind Facetten, die zu dem Gesamtthema Klimaschutz und Klimaneutralität auch dazugehören. Das ganze Thema Erneuerung der eigenen Verwaltungsgebäude ist ein Teil, also einen großen Anteil nimmt die Stadt selbst ein. Und ich sehe im Moment nicht, dass wir jetzt schon die Mittel auch im Haushalt stehen haben, die notwendig, tatsächlich notwendig sind, um die komplette energetische Ertüchtigung alleine unserer eigenen Gebäude in den Griff zu nehmen. Und bevor ich die Wirtschaft sozusagen fordere, glaube ich, sollte auch Politik, sollte Stadt vorangehen und darin liegt eben auch eine Chance. Und dann bin ich überzeugt, gewinne ich die Wirtschaft dazu, auch die Schritte zu gehen, auch mit Anreizen und der Erkenntnis, dass sie selbst davon profitiert, wenn wir das klug miteinander verbinden. Meine Damen und Herren, wir wollen in unsere Einzelgespräche gehen zum ersten Mal und das erste ist mit Mike Josef, deshalb bitte mal zuhören. Danke. Und Sandra Busch. Jetzt wollte ich gerade noch sagen, der Herr, die CDU sorgt sich um Kaltluftschneisen, Frau Mähler-Würzbach, sorgen Sie sich um Luxus-Apartments vielleicht, dass wir nicht genügend haben oder so. Aber nein, Herr Josef, auf Ihren Wahlplakaten steht ja ganz groß drauf, 1 Milliarde Euro für Schulen und Kitas. Nun ist es ja so, Sie sind im Magistrat, Sie sitzen mit am Tisch, wenn die Bildungs- und Baudezernentin ihren Etat gekürzt bekommt. Wo kommt diese 1 Milliarde her? Na, jetzt muss ich sagen, wir reden hier auch über Klimaschutz, über Bildung, über die Investitionen in diesen Bereichen. Und es sind Investitionen in die Zukunft. Bei der Bildung sind es Investitionen in die Zukunft unserer Kinder. Wir hatten im letzten Jahr Rekordgewerbesteuereinnahmen. Wir sind 400 bis 500 Millionen Euro über dem, was wir im Plan vorgesehen haben, bei den Gewerbesteuereinnahmen. Und wenn wir diese Mehreinnahmen haben, dann bin ich auch dafür, dass wir sie dort investieren, wo sie gebraucht werden. Beispielsweise in der Bildung. Weil ich habe vom Bildungsaufstieg profitiert. Ich konnte über die mittlere Reife mein Fachabi nachholen, konnte studieren und darf heute vor Ihnen unter anderem sitzen durch diesen Bildungsaufstieg. Und ich glaube, dass wir in Schule, in Kitas investieren, das ist ein gut investiertes Geld. Und wenn wir darüber reden, dass wir jetzt Mehreinnahmen haben, dann möchte ich aus diesen Mehreinnahmen die Investition unter anderem in die Bildung stecken. Und davon 150 Millionen Euro, das haben wir im Übrigen auch im Koalitionsvertrag festgelegt, zusätzlich für die Frage von Schulneubau, da geht es auch um Umbau von Bestandsgebäuden, weil wir über graue Energien, Stichwort Klimaschutz, reden. Im Übrigen glaube ich auch für die Wirtschaft wird es immer interessanter, nachhaltiger zu entwickeln, weil es die CO2-Bepreisung gibt, das heißt Cradle-to-Cradle-Ansätze, nachhaltiges Bauen wird auch günstiger für die Wirtschaft. Ankauf von Liegenschaften für Grundschulen, Schulen und Kitas. Ich habe seit 2016 als Planungsdezernent befreie ich nicht mehr Flächen für Schulbau, für Kitas zugunsten von Wohnungen, weil wir Infrastruktur brauchen. Wir brauchen Schulturnhallen. Und bei den Sanierungen ist es so, dass wir dieses Mal tatsächlich im letzten Jahr das gesamte Budget ausgegeben haben. Ich würde da zusätzlich nochmal 50 Millionen Euro reinstecken wollen. Da sind wir bei 200 Millionen Euro im Jahr. Und auf 5 Jahre gerechnet sind das die 1 Milliarde. Bei den Sanierungen habe ich nochmal vorgeschlagen, dass wir das Ganze in einer stadteigenen Gesellschaft machen, weil wir dadurch die Vergaben schneller vollziehen können. Wir können Inhouse-Vergaben vollziehen und können nicht beispielsweise wie jetzt bei kleinen Toilettensanierungen oder Schulbauten, kleineren Maßnahmen, brauchen wir teilweise 1-2 Jahre allein für die Ausschreibung. Und das ist mein Vorschlag für den Bildungsbereich. Und ich finde, das ist gut investiertes Geld. Nicht nur, weil ich davon profitiert habe, weil ich sonst Kinder auch habe und merke, dass beispielsweise die Schulturnhalle immer noch nicht steht, die dringend gebraucht wird, um turnen zu können. Sie machen auch Werbung mit Wohnungsbau. Ist das nicht so ein bisschen kurios? Ich meine, Sie sind seit 2016 Planungsdezernent und wollen mehr bezahlbaren Wohnraum und so schaffen. Sie können das ja seit 2016 eigentlich tun. Also wo sind denn die Neubaugebiete, wo sind denn die Wohnungen? Wissen Sie, wir haben seit 2016, wenn Sie jetzt fragen, wo sind die neuen Wohnungen, 30.000 Wohnungen genehmigt und über 23.000 neu gebaut. Als ich 2016 Planungsdezernent wurde, hatten wir 24 Sozialwohnungen, die neu erstellt worden sind in diesem Jahr. Wir müssen natürlich noch viel mehr machen, aber diesmal, letztes Jahr waren es 10-mal so viele. Wir haben beispielsweise durch die Ferienwohnungssatzung über 1.000 Wohnungen zurückgeholt in den regulären Wohnungsmarkt. Baugenossenschaften und Baugruppen werden bei der Vergabe mittlerweile berücksichtigt. Wir haben den Baulandbeschluss, wo seit 2016 bei neuem Quartiersentwicklung, Infrastruktur, Grundschulen, Schulen von Anfang an mitgedacht werden. Wir haben mit der ABG die Vereinbarung, dass jede vierte Wohnung, die aus der
wiedervermietet wird in die Bindung, das heißt in die Sozialförderung geht seit Mai letzten Jahres. Dadurch haben wir 400 Wohnungen zusätzlich in die Bindung genommen. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, der Wohnungsmarkt wird eine stetige Herausforderung sein. Und ich finde es immer wieder interessant, dass jeder mehr Wohnungen für den Wohnungsmarkt und insbesondere Mietwohnungen fordert. Aber wenn es konkret wird, von links bis rechts, dann alle irgendwie doch dagegen sind. Und ich habe ja Zitate von Uwe Becker zum alten Stadtteil, den wir gemeinsam verschlossen haben 2017, wo er sagt, genau das brauchen wir, um dem Wohnungsmarkt Herr zu werden. Und jetzt, keine 4, 5 Jahre später, sagt er genau das Gegenteil. Deswegen braucht man vor allem auch Kontinuität in der Stadtplanung und bei dem Wohnungsmarkt. Und dafür stehe ich, für Haltung, für Kontinuität. Und jetzt kann man, letzter Satz, sich anschauen, dass in Hamburg in den letzten 4 Jahren der Mietspiegel um 20% gestiegen ist, in Darmstadt um 17,7%. Bei uns ist er auch gestiegen, in 4 Jahren um 9,9%. Hätten wir die ganzen Maßnahmen nicht gemacht, weiß ich nicht, wo der Mietspiegel dann liegen würde. Aber es ist eine immer stetige Herausforderung, den Wohnungsmarkt in Frankfurt in den Griff zu kommen. Und dafür stehe ich aber. Und diesen Weg will ich weitergehen. Vielen Dank. Herr Becker, das zweite Gespräch möchte ich gerne mit Ihnen führen. Ich könnte mir vorstellen, Sie wollen darauf auch antworten. Das kriegen wir auch hin. Ich habe aber vorher eine andere Frage. Ich habe ein bisschen das Gefühl, in manchen Dingen gibt es schon eine Parallele zwischen Ihnen und Peter Feldmann. Also das eine ist, Sie kommen beide aus dem Norden der Stadt, so weit, so gut, aber wenn Sie Oberbürgermeister werden, dann werden Sie in genau derselben Situation sein wie Peter Feldmann damals. Sie stehen gegen eine Koalition, die Ihrer Partei nicht angehört. Und wenn man es Ihnen, oder nicht Ihnen persönlich, aber vielen Ihrer Parteifreunde zugehört hat vor 10 Jahren, als Feldmann gewählt wurde, da war so ein bisschen die Stimmung, ja, der kann uns doch nichts, wir haben die Mehrheit, was soll passieren? Droht es, dass Sie einen Oberbürgermeister ohne Macht werden? Also gestatten Sie mir trotzdem, dass ich voranstellen will, dass ich die Bezugnahme auf Peter Feldmann zwar sachlich jetzt von den Fragen teile, aber ansonsten an keiner Stelle, weil ich dieser Stadt dienen möchte und nicht verwechsle, was Stadt und was persönliches Interesse ist. Das, was Sie jetzt ansprechen als Fragestellung, ich würde es anders aufnehmen wollen. Im Moment erlebe ich eine Stadtpolitik, die jetzt streitet. Ich muss die Zeitung nur aufschlagen, dann lese ich, wer innerhalb der Koalition gerade wieder mit wem unterwegs streitet und die Stadtpolitik gelähmt ist. Die Hoffnung, dass mit der Abwahl im November jetzt Schwung in die Stadtpolitik kommt, hat ja nicht stattgefunden, weil es nach wie vor so ist, dass dieser Vierer nicht wirklich die Dinge voranbringt. Und ich sehe meine Rolle jetzt nicht als der fünfte Streiter, sondern als der, der in diese Situation kommt und diese Koalition, der ich nicht angehöre, aber diesen Magistrat führen will, ein Stück weit vielleicht auch versöhnen und zusammenführen will, um die Stadt nach vorne zu entwickeln. Und wir haben es ja hinbekommen bei der Abwahl, dass wir nicht nur aufs Plakat geschrieben haben, jetzt vergessen wir mal für dieses Kreuz die Farben. Und mir schwebt ein Politikstil vor, in dem es endlich möglich ist, auch mal über Parteigrenzen hinweg wirklich im Interesse der Sache, im Interesse Frankfurt zu konkreten Entscheidungen zu kommen. Und mit diesem Angebot gehe ich auf die Koalition zu, wohl wissend, dass ich über die 15 Jahre, die ich im Magistrat gewirkt habe, auch den Instrumentenkasten eines Oberbürgermeisters sehr gut kenne. Mein Schwert ist nicht gleich die Dezernatsverteilung, mein Schwert ist nicht gleich die Kompetenzen des Oberbürgermeisters einzubringen, aber ich möchte diese Stadt führen, ich möchte den Magistrat auch ins Arbeiten führen, ich drücke das mal so aus, damit wir wirklich das Potenzial, das Frankfurt hat, nutzen können und endlich wirklich ein Schwung in diese Stadt kommt und wir nach außen wieder Dinge umsetzen und anpacken können. Jetzt ist es aber so, also Ihr Wahlkampf ist jetzt nicht von besonderer Harmonie geprägt, aber vor allen Dingen stoßen Sie ja auch immer mal wieder an Grenzen, bei denen man sich, bei denen Ihnen vorgehalten wird, was war eigentlich damals? Denn Sie sind ja sehr lange selbst im Römer gewesen, in ganz verschiedenen Funktionen, Sozialdezernent, Sportdezernent und zuletzt vor allen Dingen Kämmerer, also an ganz entscheidender Position. Herr Josef hat da vorhin Zitate gebracht, die den Stadtteil im Nordwesten betreffen, wo die CDU jetzt durchaus Probleme mit hat. Ein anderes Thema sind die Fahrpreise. Also erst waren Sie in Ihrer Zeit als Kämmerer gegen subventionierte Einzelfahrkarten, weil Sie von Peter Feldmann kamen.
Jetzt stellen Sie sich an den RMV-Automat und zeigen auf die 3,40 Euro, die es kostet. Wie glaubwürdig ist das alles? Ich glaube, es ist deswegen glaubwürdig, weil ich tatsächlich über die letzten 15 Jahre viele der Projekte, die diese Stadt heute ausmachen, ob es hier draußen die Altstadt ist oder das, was wir neu eröffnet haben, Klinikum Höchst, viele andere Themen maßgeblich mit auf den Weg gebracht haben. Ich glaube, diese Stadt wie kaum ein anderer kennt. An den beiden Punkten, die Sie als Beispiele aufgeführt haben, um es jetzt nicht zu weit auszuführen, will ich die Unterschiede schon festmachen. Bei der Frage der Fahrpreise ging es mir nie um die Frage Subventionierung. Wir subventionieren schon immer Fahrpreise. Also wir bezahlen ja keinen, wir fahren ja keinen sozusagen kostendeckenden Fahrpreis. Aber es ging darum, wie kommen wir insgesamt zu einem Fahrpreisniveau, was die Fahrten attraktiv macht, was aber nicht sozusagen Aktionen befördert, die nur etwas ins Schaufenster stellen. Und man muss doch kritisch hinterfragen, wenn wir bei der Kurzstrecke jetzt von einem auf den anderen Tag eine Erhöhung um 30% haben, wenn wir beim normalen Ticket jetzt mit 3,40 Euro 19% mehr zahlen, dann ist das kein sozialer Weg und kein attraktiver Weg, den öffentlichen Nahverkehr zu machen. Da kommen wir gleich zu, auf alle Fälle. Ja, ja, aber Sie haben ja die Frage konkret nach den Fahrpreisen gestellt. Und dann muss nach der Glaubwürdigkeit. Ja, ja, aber es gehört zur Glaubwürdigkeit dazu, dass man deutlich macht, ich stand für eine sozial ausgewogene Politik und nicht ein Segment rausnehmen, während man auf der anderen Seite die Dinge nicht nachjustiert. Bei der Frage der Wohnungsbebauung. Ich bin jemand, der, wenn wir gemeinsam Entscheidungen treffen, sie auch vertritt. Das war damals in der Koalition eine Entscheidung zu sagen, wir gehen dort in der Entwicklung voran. Der Planungsdezernent wollte ja nicht nur dort, sondern auch den Pfingstberg bebauen. Also eigentlich, wenn ich das Thema Klima nochmal nehme, noch weitere große Flächen auf der grünen Wiese zu betonieren. Und wir haben uns damals im Kompromiss letztlich entschieden zu sagen, auf das eine wird verzichtet. In die andere Richtung, im Kompromissweg der damaligen Koalition, gehen wir als Union mit. Aber es ist nicht ein Herzensprojekt von Uwe Becker gewesen. Es ist nach wie vor, deswegen heißt sie auch Josefsstadt, ein Projekt des Planungsdezernenten. Und man muss auch anerkennen, dass wir in einer Zeit leben, in der wir uns tatsächlich um das Thema Klimaschutz, um das Thema Folgen von auch einer Bebauung in der Region heute mehr Gedanken machen. Und ein letztes dazu, die Ausrufung dieses Projektes hat den größten regionalpolitischen Schaden verursacht, den wir überhaupt erreicht haben. Die Region ist heute immer noch, wenn man so will, auf der Palme. Und auch der, nehmen wir den Landrat aus dem Hochtaunuskreis, sagt, bis heute ist noch nicht mal mit ihm gesprochen worden. Das ist, wenn wir über Verkehr und Wohnungspolitik reden, und die können wir nicht allein als Stadt Frankfurt leisten, die müssen wir mit der Region gemeinsam entwickeln, dann ist das an dieser Stelle ein völlig falscher Weg gewesen. Und nochmal, ich bin für einen Wohnungsbau, der in die Fläche wächst, der gesund sich fortsetzt. Und das ist, glaube ich, eine Politik, die war glaubwürdig und bleibt auch weiter glaubwürdig, weil ich genau für diese Politik auch einstehe. Vielen Dank, Herr Becker. Aber dann bleiben wir doch gleich mal bei den Fahrpreisen, über die auch gerade gesprochen wurde. Es hat ja für viel Empörung gesorgt, dass die Fahrpreise gestiegen sind Anfang des Jahres. Herr Pösen, können wir uns irgendwie darauf einigen, die Fahrpreise, insbesondere die der Einzelfahrkarte, die Preise sind zu hoch? Die Preise sind hoch, aber es war trotzdem richtig, diese Anpassung vorzunehmen. Und für die FDP gilt, wir waren damals gegen diesen Preisschritt und wir haben heute die gleiche Position. Was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben als Stadt Frankfurt sehr viel Geld dafür ausgegeben, dass Einzelfahrkarten günstiger gemacht wurden. Aber wenn wir doch das Ziel erreichen wollen, dass mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen, dann müssen wir die Zeitkarten günstiger machen. Und wir haben jetzt zum Jahreswechsel in Frankfurt die spezielle Subventionierung in Frankfurt von Einzelfahrkarten zurückgenommen und haben dafür die Zeitkarten für Frankfurt-Passempfänger günstiger gemacht. Die kosten teilweise nur 9 bis 10 Euro im Monat. Und das ist doch viel besser, dass Menschen dauerhaft umsteigen, auch viel mehr Mobilitätsmöglichkeiten haben als vorher. Dass die Erhöhung von Einzelfahrkarten nicht gut ist, ist klar. Aber wir können jeden Euro nur einmal ausgeben. Und von daher war das eine sehr sinnvolle Maßnahmen, um mehr Mobilität zu ermöglichen, mehr Umsteigen zu ermöglichen. Und, aber man kann nicht sagen, ich will das eine haben und das andere auch. Es geht einfach nicht, weil wir den Euro nur einmal ausgeben können. Unter dem Aspekt schade, dass das eine teurer geworden ist, aber super, dass das andere günstiger geworden ist. Und die Leute, die jetzt davon profitieren, die werden es auch sehr gerne nutzen. Die hört man natürlich dann nicht so laut, dass sie Hurra schreien. Und ich finde es sehr bedauerlich, wenn hier diese sinnvolle Maßnahme
missbraucht wird, um zu sagen, die Einzelfahrkarten sind jetzt teurer geworden. Ja, kann man kritisieren, dann soll man aber auch gleichzeitig sagen, dass man gegen die Subventionierung von Zeitkarten ist. Und dann kann ja jeder für sich entscheiden, was er besser findet. Am liebsten wäre es mir auch alles günstiger. Aber diese eine Abwägung war richtig und ich kann nur jeden dazu einladen, es genauso einzuschätzen. Frau Mähler-Würzbach, ich kann mir vorstellen, dass Sie mit der ganzen Debatte ehrlich gesagt nicht viel anfangen können, weil die Forderung der Linken ja sehr viel weiter geht. Die setzt perspektivisch da an, dass man sagt, ÖPNV zum Nulltarif, aber zumindest 365-Euro-Ticket. Jetzt ist es aber so, ist das eine klassische Linken-Forderung von einer Partei, die sagt, wir stellen nicht den Kämmerer, wir werden ihn wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren auch nicht stellen und deshalb gehen wir so weit? Jein, es ist eine klassische Linken-Forderung dahingehend, dass wir eine konkrete Alternative formulieren, für die wir auch einen Plan haben. So, es ist nicht so, als käme das völlig aus der Luft gegriffen, sondern wir haben auf Bundesebene ein Konzept entwickelt, das auch durchgerechnet ist, nachdem das funktionieren würde, aber wir brauchen auf Grundlage, das funktioniert nur auf Grundlage eines anderen Finanzierungssystems. So, da sind wir noch nicht angekommen, aber wir könnten auch hier in Hessen ganz konkret andere Finanzierungsinstrumente einführen und auch uns auf Frankfurt-Ebene darauf einigen, andere Wege zu gehen, als wir das derzeit tun. Was wir, glaube ich, gerade ganz stark feststellen, ist, dass dieses ganze Tarifsystem im RMV wirklich viel zu kompliziert ist. So, das ist ein Punkt, der es vielen Menschen schwierig macht, mit diesem ÖPNV zurechtzukommen. Ich bin absolute Unterstützerin dieser Zuschüsse, die es jetzt für die Frankfurt-Passinhaberin neu gibt seit 1.1. Das ist richtig und wichtig und sinnvoll. Gleichzeitig an einer anderen Stelle Erhöhungen vorzunehmen, ist einfach Quatsch. Das macht den ÖPNV nicht attraktiver. Und zu sagen, wir können nur das eine machen, wenn wir das andere lassen, ist eben auch Quatsch. Der ÖPNV und die Tickets sind schon immer ein Zuschusssystem, ein Subventionierungssystem gewesen. Zu sagen, wir müssen jetzt auf etwas verzichten und den Leuten erklären, dass der ÖPNV für sie im Endeffekt durch die Preise mit mehr Barrieren auch ausgestattet ist, weil ich mir jetzt doch nochmal überlege, ist es nicht für mich vielleicht nicht so clever, wenn ich jetzt im Nordend, weiß ich nicht, mein Fahrrad kaputt ist und ich jetzt hin und zurück irgendwie mit meiner Freundin 6,80 € irgendwie zahlen muss, dann macht es das doch nicht einfacher. Und wir könnten schon überlegen, wenn wir uns unseren städtischen Haushalt, über den wir im Kontext dieser Erhöhung übrigens nie gesprochen haben, dass wir da andere Projekte und andere Posten drin haben, die man vielleicht an der Stelle mal gegeneinander rechnen könnte oder wo man auch überlegen könnte, gucken wir eigentlich auf die Einnahmenseite in der Stadt, so wie wir sollten. Schon darüber nachdenken, ob wir an der Stelle hier die richtigen Entscheidungen getroffen haben oder nicht. Also das ist ganz klar. Wir sprechen gerade auf Landesebene in der Enquete-Kommission darüber, wie Instrumente wie eine Nahverkehrsabgabe vielleicht aussehen könnten. Und wir sollten auch hier in Frankfurt sehr viel stärker dafür lobbyieren, hier an die Einnahmenseite ranzugehen, damit wir auch kurzfristig, auch ohne dass es wie von uns Linken natürlich als konkrete Utopie formuliert, den Nulltarif geben sollte, auf kurzfristiger Ebene auch hier in Frankfurt zu einem sehr viel einfacheren System von Fahrpreisen in der Stadt kommen, ohne Frage. Und wir könnten ganz konkrete Einstiegsprojekte auch machen und zum Teil sind die auch in die Koalitionsvereinbarung geflossen, indem man eben tatsächlich prüft, wie können wir zum Beispiel Frankfurt-Passinhaberinnen komplett entgeltfrei stellen. Dieser Punkt steht ja in der Koalitionsvereinbarung auch drin. So ist es nicht. Und wir müssen uns schon fragen, an welcher Stelle wir Menschen mit wenig Ressourcen das Leben in der Stadt schwerer machen oder eben auch, was wir die Verkehrswende einfach machen oder inwieweit wir hier Leute, die es vielleicht dringender bräuchten als andere, nicht mitnehmen. Herr Josef, also Frau Mähler-Würzbach findet es Quatsch mit der Preiserhöhung. Herr Pösen hat uns gerade was erklärt mit Umschichtung von Subventionen und so weiter. Aber jetzt muss man doch trotzdem mal sagen, 3,40 Euro für die Einzelfahrt, das ist doch kein gutes Signal für eine Verkehrswende, oder? Ja. Ich habe mal nachgeschaut, in Wien kostet die Einzelfahrt 2,40, in Paris 2,10. Und von daher ist es für viele eine Belastung. Da will ich gar nicht um heißen Brei rumreden. Und ich finde es auch gut, dass wir jetzt das 9-Euro-Ticket für die Frankfurt-Passinhaber eingeführt haben. 39 im Abo. 39 im Abo, will aber auch was anderes hinaus.
beim Frankfurt-Pass-Inhaber reden wir über ein Einkommen beim Ein-Personen-Haushalt von ungefähr 970 Euro netto. 970 Euro netto. Und ich habe vorhin gesagt, wenn wir darüber reden, dass 31% der Haushalte in Frankfurt weniger als 2000 brutto verdienen, dann finde ich es gut, dass wir die Frankfurt-Pass-Inhaber entlasten. Das hat die Koalition auch richtig entschieden. Aber ich habe die Breite der Bevölkerung im Blick. Und es ist für die Breite der Bevölkerung eine Belastung, einen Einzelfahrschein von 3,40 Euro zu bezahlen. Da ist der Preissprung zu hoch gewesen. Das ist so. Und natürlich sparen wir dadurch auch im Haushalt Geld ein. Das ist am Ende also mehr Geld eingespart worden. Von daher ist es unterm Strich natürlich eine Preiserhöhung. Und so gern ich sage, dass wir die Zeittickets, ich finde es gut, dass das 49-Euro-Ticket jetzt vom Bund kommt. Es wird auch endlich Zeit. Ich bin auch der Meinung, dass wir im nächsten Schritt das 1 Euro, also 365-Euro-Ticket im Jahr, ich verstehe im Übrigen immer noch nicht, warum es für die Senioren erst ab 9 Uhr gilt. Das halte ich für völlig absurd, dass das erst ab 9 Uhr gilt. Dass wir davon wegkommen und dass wir aber zukünftig, das ist so, keine Fahrpreiserhöhung in dem Sinne, wie es wir momentan bei den Einzelfahrscheinen. Aber lassen Sie mich nochmal einen Satz zu Uwe Becker sagen. Ich meine, der Wahlkampf hat ja offensichtlich zu einem schon geführt, lieber Uwe Becker. Du willst jetzt bei Binding einsteigen. Du bist gegen die Fahrpreiserhöhung und im Wohnungsbau gibt es auch eine Kehrtwende. Nur die Frage, und das ist der letzte Punkt, bei den Fahrscheinen, das war ja gar nicht im Kontext von Peter Feldmann, als ihr euch und du dich dagegen ausgesprochen hast, sondern es war vor der Kommunalwahl 2021, wo es eine klare Botschaft gibt, wir können nicht mehr das subventionieren, wie es momentan läuft beim Einzelfahrschein, deswegen hast du eine Erhöhung der Einzelfahrscheine geführt und die Linkspartei und die SPD war dagegen. Das ist doch die Wahrheit. Herr Becker, können Sie sich die Frage merken, denn ich würde gerne die Frau Rottmann noch eine Sache fragen und dann gehen Sie darauf ein, ja? Frau Rottmann, jetzt war es ja so, dass ist die Frau Feutel, Sozialdezernentin Grüne, der Herr Mayer, Verkehrsdezernent Grüne waren, die vorgestellt haben, wir verwenden die Subventionen jetzt anders. Wir sehen zu, dass die Menschen, die weniger Geld haben, kostengünstig fahren können. Als das passierte, ich meine, da stand zwar noch nicht in der Frankfurter Rundschau, aber Sie hatten wahrscheinlich schon damals ein bisschen überlegt, ob Sie Oberbürgermeisterin für Frankfurt wählen könnte. War Ihnen da eigentlich klar, dass das Ergebnis dessen sein kann, ein Rekord bei den Einzelfahrpreisen und ein wirklich schlimmes Signal in Sachen Verkehrswende, gerade für eine Kandidatin, die sagt Klimaschutz first? Eine Sache muss ich vorher tun, Herr Leppert, weil sonst kommen wir alle in Teufelsküche. Herr Leppert hat vorhin gesagt, und hier schauen bestimmt auch Menschen aus Bad Homburg oder Oberursel zu, es muss nur noch das Umland zustimmen. So meinen wir das nicht. Es ist ganz wichtig, dass wir gut mit dem Umland zusammenarbeiten und dass wir uns auch austauschen über die Frage der weiteren Wohnungsbauentwicklung. Das wollte ich nochmal klarstellen, damit es keiner draußen an den Bildschirmen in den falschen Hals kriegt. Jetzt komme ich zu der Frage. Wir reden über Veränderung. Und Veränderung hat zwei Seiten und die Zukunft wird sein, dass wir nicht mehr über Einzelfahrscheine nachdenken. Weil wir das 49-Euro-Ticket haben, das werden wir auch nicht mehr in anderen Städten tun, nicht wenn wir nach Düsseldorf oder nach Aschaffenburg oder sonst wo fahren, sondern wir werden alle ein Monats- oder Jahresticket haben. Das wird die Zukunft sein. Der Einzelfahrschein wird der Vergangenheit angehören. Und beim Einzelfahrschein kann ich keinen Unterschied machen. Wer kauft den? Wie ist das Haushaltseinkommen? Diesen Unterschied kann ich nicht machen. Bei den Monatskarten kann ich das tun. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir als Stadt Frankfurt das 49-Euro-Ticket, was bundesweit gilt, Mobilität bundesweit ermöglicht, für unsere Bürgerinnen und Bürger mit wenig Einkommen runtersubventionieren sollten. Dann werden wir über Einzelfahrscheine nicht mehr reden und wir werden wahrscheinlich auch keine Fahrscheinautomaten mehr an jeder Station haben. Und deswegen finde ich diese Entscheidung zu sagen, wir helfen denen, die es am nötigsten haben, finde ich richtig. Es gibt keinen kostenlosen Nahverkehr in Deutschland, weil Busfahrerinnen und Busfahrer anständig finanziert werden müssen, weil wir investieren wollen in neue Linien, weil wir die Haltestellen sauber halten wollen. Und dafür brauchen wir Mittel. Dafür brauchen wir Mittel. Und wenn wir sagen, wir senken die Fahrpreise ab, wofür ich sehr bin, dann müssen wir schauen, wo kommen die Mittel sonst her. Es gibt dafür zwei Vorschläge, die ich für realistisch halte. Das ist ein umlagefinanzierter
Nahverkehr, das heißt, dass auch Menschen mitzahlen, die den Nahverkehr nicht nutzen, das ist so ähnlich wie früher das Semesterticket, oder man beteiligt die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Frankfurt stärker an den Kosten. Aber wenn wir alle die Verkehrswende wollen, dann brauchen wir auch Mittel dafür. Und kostenlos für alle wird nicht funktionieren. So, Herr Becker, wenn Sie sich die Frage gemerkt haben, dann dürfen Sie jetzt antworten. Wenn nicht, dann nicht. Doch, ich habe mir die Frage gemerkt und auch die Antwort eben, die von Frau Dr. Rottmann nochmal kam. Ich sehe nicht, dass der Einzelfahrschein verschwindet. Und ich glaube, dass es auch an der Lebenswirklichkeit der Menschen ein Stück vorbeigeht. Wir haben eine Situation, in der Menschen auch mal 2-3 Mal in der Woche nur fahren. Wir reden über Homeoffice und andere Dinge. Und nein, wir werden auch weiterhin Einzelfahrscheine haben. Und die werden wir elektronisch, die werden irgendwie auf Sicht sich vielleicht verändern, aber es wird Einzelfahrscheine geben. Und nochmal, wer Einzelfahrschein um 19% und Kurzstrecke um 30% erhöht, geht an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei und betreibt das Gegenteil von Attraktivierung des Nahverkehrs. Und die Debatte, ich sehe ja mit Freude, dass der Kollege Josef sehr stark in der Vergangenheit lebt, in der Frage, was ist früher diskutiert worden, was haben wir in alten Koalitionen gemacht, ich möchte zu einem neuen Stil. Deswegen gehe ich nur insofern darauf ein, es ging auch da nicht um die Frage, sich gegen Subventionierung von Einzelfahrscheinen zu wehren. Aber der damalige Verkehrsdezernent Klaus Oesterling hat bei jedem Argument, wenn es um stärkere Attraktivität im Nahverkehr ging, es ging um das Thema Ruftaxis im Frankfurter Norden, um Angebote zu schaffen, die die Menschen stärker annehmen. Immer war das Argument, es sei kein Geld da. Und ich habe Kollegen Oesterling immer darauf hingewiesen, wo er Geld hat, wenn man umschichtet. Und insofern war die Debatte geführt und nicht dafür, dass man von jetzt auf gleich Fahrpreise um 30% anhebt. Wer das macht, der führt keine soziale Verkehrspolitik in dieser Stadt. Sorry, dass ich das so deutlich ausführe. Und deswegen braucht es ein Verständnis, dass die Menschen auch 49 Euro nicht einfach aus dem Ärmel schütteln und sich jetzt fortlaufend hier Monatstickets kaufen können. Und deswegen glaube ich, brauche es eine soziale Politik, die auch den Verkehr berührt. Und da können wir nicht einfach zum Zeitpunkt, wo alle höhere Subventionen haben, wir haben auch, wenn ich das noch ergänzen darf, ja, die ganze Verkehrsdiskussion führen wir heute über 49-Euro-Tickets, war vor 2 Jahren überhaupt kein Thema, und über andere Fragen, weil wir erkannt haben, dass es darum geht, Mobilität anders anzubieten. Und deswegen führen wir auch die Debatte anders. Und dann kann ich nicht erklären, und ein letztes dazu, auch da galt ja, ich habe ja auch den Zeitungen entnommen, es wird ja selbst darüber gestritten, dass es angeblich die Grünen gewesen sein sollen, die es beschlossen haben und Herr Josef da gar nicht dafür gewesen sei. Das ist ja nicht sozusagen wirklich glaubwürdig in dem, dass man hier Fahrpreisgestaltung macht. Ich bin für eine soziale Fahrpreispolitik, nicht auf null. Das können wir tatsächlich nicht finanzieren. Aber auch nicht, dass wir Fahrpreiserhöhungen um 30% auch noch als soziale Wohltat verkaufen. Herr Josef darf kurz antworten und danach habe ich eine Frage an Herrn Pürsün, die nichts mit Fahrpreisen zu tun hat. Also ich glaube auch, es wird zukünftig Einzelfahrpreise geben, aber in einem Punkt, da muss ich schon sagen, Frau Rottmann, und das teile ich, die Frage ist, lieber Uwe Becker, wenn du das forderst, wie wird das Ganze finanziert? Also beispielsweise, wie willst du das verhindern? Und ich glaube schon, dadurch, dass wir das 49-Euro-Ticket bekommen, auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber davon profitiert über die Jobtickets, die im Wesentlichen ja auch dadurch günstiger werden, ist schon die Frage, und das machen die Wienerinnen und Wiener, dadurch finanzieren sie beispielsweise auch das 365-Euro-Ticket, dass es einen Arbeitgeberanteil, eine Beteiligung der Wirtschaft geben muss in der Frage Ausgestaltung des ÖPNVs und Bezahlbarkeit des ÖPNVs. Davon profitieren letztendlich auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Und der Bund muss die Schwerpunktsetzung, was die Finanzierung weg vom Ausbau der Straße hin zur Finanzierung ÖPNV, Ausbau des ÖPNVs und Bezahlbarkeit des ÖPNVs endlich vollziehen und umsetzen. Da muss es eine Schwerpunktsetzung geben und eine Veränderung der Politik der letzten Jahre. Vielen Dank. Herr Pürsün, ich würde gerne kurz mal weg vom Thema Fahrpreise. Das Schöne an einem OB-Kandidaten ist ja, er muss nicht immer der Meinung der eigenen Fraktion oder Partei sein sogar. Er kann sich auch mal Alleingänge erlauben. Das Blöde an einem OB-Kandidaten, der gleichzeitig Fraktionschef ist, er ist dann natürlich schon etwas gebunden. Und wenn wir jetzt das Thema Öder Weg zum Beispiel besprechen, wo eine massive Umgestaltung des öffentlichen Raums stattgefunden hat, was unter anderem in dem von Ihnen mitverhandelten Koalitionsvertrag steht, und wenn ich dann aber manche Ihrer Parteifreunde höre, dann denke ich mir manchmal, wo stehen da eigentlich Sie? Also wie gehen Sie eigentlich damit um, dass statt Parkplätzen da jetzt auch
Pflanzenkübel und Blumenkübel stehen. Also, dass es Änderungen in einigen Frankfurter Straßen gibt, hat ja die Koalition vorher beschlossen, CDU, SPD, Grüne. Und wir haben in den neuen Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass wir die früheren Beschlüsse anerkennen. Wir sehen da natürlich zum einen Vorteile in dieser Umgestaltung, weil natürlich das Stadtleben sich auch weiterentwickelt und auch die Bedürfnisse der Menschen. Wenn wir uns die Bilder Frankfurts aus den 50er Jahren anschauen, war das natürlich alles auf Autos ausgerichtet. Das ist im Jahre 20, also jetzt aktuell natürlich nicht mehr realistisch, auch nicht mehr richtig. Ob jetzt im Oederweg und in den anderen Straßen alles richtig gemacht wird und von den Anwohnern und auch von den Gewerbetreibenden so anerkannt wird, da habe ich meine Zweifel. Man hört ja auch Kritik daran. Wir werden uns das anschauen, nachdem da eine Weile vergangen ist, und dann Schlüsse daraus ziehen, ob alles so bleibt. Sie haben die Blumenkübel angesprochen. Das ist alles andere als schön und wird natürlich auch von dem einen oder anderen Menschen auch als Schikane empfunden, ohne dass es etwas Gutes bringt. Ich bin sehr dafür, mehr Radwege einzurichten und auch Fußgängern mehr Platz einzuräumen, ist gar keine Frage, aber wir sollten aufpassen bei den Maßnahmen, wo Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, das Gefühl haben, dass sie aus der Stadt gedrängt werden und in diesen Straßen nicht mehr willkommen sind, weil da natürlich auch Gewerbetreibende dann darunter leiden können. Dass es Änderungen geben muss, ist klar, aber wir müssen uns das im Einzelfall anschauen. Wir haben zudem ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart, dass es ein Gesamtverkehrskonzept geben muss. Das gibt es bislang noch nicht. Und von daher werden wir das auf jeden Fall gemeinsam evaluieren, nicht nur wir, sondern alle. Und dann schauen, was ist richtig gemacht worden und was ist vielleicht nicht so gut gemacht worden. Ich glaube, niemand hier in dieser Runde wird sagen können, alles, was da verändert wurde, ist perfekt und genauso wie es heute ist, soll es auch bleiben. Das wäre der Situation nicht angemessen, weil wir auch die Menschen vor Ort hören müssen. Und wenn wir hier alle gerade auch Wahlkampf machen in den Stadtteilen Frankfurts, werden wir alle ja auch Kritik an einzelnen Maßnahmen hören. Also es ist ja nicht so, dass die Kritik nur bei uns ankommt. Herr Josef, kommt sie auch bei Ihnen an? Also leiden die Gewerbetreibenden im Oederweg, weil niemand mehr mit dem Auto kommt? Um das vielleicht ganz konkret auch zu sagen, ich war vor ein paar Wochen am Grüneburgweg und habe mit einem Gemüsehändler geredet. Der hat dort ein Gewerbe. Und seine Aussage war, macht eure Radwege, aber ich brauche Ladezonen. Also Zonen für Be- und Entladung, weil es einfach dort wenige gibt. Und wenn dann die großen Paketdienste kommen, hat er halt keine Möglichkeiten. Und ich glaube schon, wenn wir über den Ausbau der Radwege reden, dann geht es vor allem auch darum, dass Gewerbetreibende, Sozialdienste, dass Handwerker, Handwerkerinnen, dass die Möglichkeit haben, ihrer Arbeit trotzdem nachzugehen. Und ich habe ja schon mal gesagt, wir denken ja immer in Deutschland oder auch in Frankfurt eine Fläche immer nur einmal. Wir können auch überlappend und multifunktional denken. Das heißt, wir können mehr Ladezonen beispielsweise ermöglichen und das müssen wir mitdenken. Und die können dann nach Ladenschluss beispielsweise als Anwohnerparkplatz genutzt werden. Und darum geht es, glaube ich, auch den Gewerbetreibenden, dass sie durchaus mit ihren Anliegen berücksichtigt werden. Ich glaube, es geht ein Stück weit auch um eine Entideologisierung der ganzen Diskussion. Ich meine, ich bin zu Fuß in Frankfurt unterwegs, mit dem Rad, mit der Bahn, mit dem Auto. Und dann ein Stück weit gegenseitig mehr Rücksicht auch auf die einzelnen Interessen zu nehmen, die ja gar nicht grundsätzlich weit voneinander liegen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung für den zukünftigen Oberbürgermeister. Und das war ein ganz konkretes Beispiel, was die Gewerbetreibenden beispielsweise umtreibt. Frau Rottmann, Oederweg, das ist ein Beispiel. Berliner Straße, ein anderes Beispiel. Nördliches Mainufer wird demnächst wohl ein drittes Beispiel sein. Wenn Sie Oberbürgermeisterin werden, wenn die Grünen nach wie vor in Frankfurt jede Wahl gewinnen, haben Autofahrer in Frankfurt noch Spaß? Ich bin sogar sicher, dass diejenigen, die wirklich aufs Auto angewiesen sind, in Zukunft es leichter haben werden als heute. Die Staus entstehen ja nicht durch die Radfahrer, sondern die Staus entstehen durch die zu vielen Autos in einer dichten Stadt. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir reden jetzt über den Oederweg. Ich kann Ihnen zig Straßen zum Beispiel in Bornheim nennen, wo Sie, weil es zugeparkt ist, mit einem Rollstuhl oder einem Kinderwagen nicht weiterkommen. Das ist die andere Seite der Realität in Frankfurt. Wir sind uns alle einig, das sagen zumindest alle, dass wir mehr Platz für sicheren Radverkehr wollen. Da kommt es nämlich auch auf Sicherheit an, dass sich die Leute nicht gefährdet fühlen, es wenig Unfälle gibt und wir gar keine Unfälle mehr haben. Wir wollen, dass Kinder sich alleine trauen, zur Schule zu gehen. Also brauchen die alle Platz. Und wenn man dann sagt, naja, aber beim Auto wollen wir
alles so lassen wie bisher, dann müssen wir entweder die Stadt untertunneln. Uwe Becker geht ja wieder in Richtung eines Tunnels unter dem Main. Oder wir müssen den ersten Stock oben drauf bauen, wo wir uns dann noch entscheiden können, ob die Fußgänger im ersten Stock laufen oder wir die Autos hochheben. Aber das ist die Situation, wie sie ist. Jetzt verstehe ich jeden, dem Veränderungen auf den Keks gehen. Vor allem bei eingetretenen Pfaden, das geht mir ganz genauso. Wenn ich einen Weg habe zur Arbeit und da ist eine Baustelle, schlechte Laune, ja, weil meine Routine gestört wird. Aber wir haben alle großen Städte in Europa, gehen diesen Weg. Und die Zukunft wird sein, wir haben vielleicht 20% des Verkehrs, den wir heute noch mit dem Auto zurücklegen, legen wir in Zukunft noch mit dem Auto zurück. Der Lieferverkehr kommt besser durch, die Rettungsdienste kommen besser durch, die Taxen kommen besser durch. Und alles andere machen wir mit dem Umweltverbund zu Fuß, auf sicheren Radwegen, mit dem öffentlichen Nahverkehr. Frau Mähler-Würzbach, wie viele Autos lassen Sie denn noch in die Stadt, wenn Sie Oberbürgermeisterin sind? So wenig wie nötig, ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Ich glaube, wir müssen festhalten, dass heute noch super viele Menschen auf das Auto angewiesen sind. Und zwar, es gibt so einen Fachbegriff dazu, das heißt erzwungene Mobilität mit dem Auto entsprechend, weil an vielen Stellen der ÖPNV nicht das leistet, was man vielfach bräuchte. Also ich wohne direkt an der Galluswarte, ist total super angebunden, aber barrierefrei ist die Station überhaupt nicht und für ganz viele Menschen ist das natürlich ein Riesenhindernis. Und das andere Thema ist natürlich, dass man was von A nach B zu transportieren hat. Das können wir mittlerweile an vielen Stellen durch Sachen wie Carsharing oder eben, dass man sich auch kurzfristig was ausleihen kann beim Baumarkt oder mit dem Lastenrad oder sonst was auch da irgendwie klären. Und das andere haben wir eben auch schon angesprochen, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die natürlich einen Parkplatz auch vor die Tür brauchen, weil sie ansonsten gar nicht mobil sein können. So. Und ich glaube, das sind so die Bereiche, die wir auf alle Fälle mit im Blick sein halten müssen. Das heißt, auch wenn man über Themen wie autofreie Quartiere oder autofreie Innenstadt spricht, ist ganz klar, da drin werden auch noch Autos unterwegs sein. Ne? Also wir werden niemals eine Situation haben, wo komplett kein Individualverkehr mit dem Auto mehr zu denken ist. Nichtsdestotrotz ist völlig klar mit Blick auf die Verkehrswende, die Mobilitätswende, die vor uns liegt, dass das Auto dem Zeitalter der Vergangenheit angehört. In Zukunft werden wir viel stärker in Richtung ÖPNV, in Richtung geteilte Mobilität denken und ich denke immer in diesem Slogan mehr Mobilität bei weniger Verkehr. Wie kriegen wir möglichst viele Menschen mobil, um trotzdem wenig Verkehr auf den Straßen zu haben und wie können wir auch diesen öffentlichen Raum, den wir haben, der ja 23 Stunden am Tag von einem Auto, das dann eine Stunde im Schnitt bewegt wird, irgendwie blockiert wird, wie kriegen wir den wieder für die Menschen und das Leben und das Grün, was wir so dringend in der Stadt brauchen, zurückgewonnen? Und das ist ja eigentlich die Diskussion, die wir an ganz vielen Stellen gerade führen. Und ich sitze ja im Mobilitätsausschuss und über nichts wird so emotional gestritten wie über wegfallende Parkplätze. Also das ist wirklich Gewohnheitsrecht, dass das mein Platz für mein Auto ist. Das bewegt sehr, sehr viele Menschen. Ich verstehe, dass es total schwierig ist, mit Gewohnheiten zu brechen. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, so die Herausforderung unserer Zeit, darüber zu verhandeln, wie wir mit dem öffentlichen Raum in Zukunft umgehen wollen. Und dass es nicht so bleiben kann, wie es gerade ist, ist, glaube ich, allen klar. Der Weg ist nur ein bisschen unbequem. Und jetzt müssen wir schon darüber sprechen, was machen wir mit dem öffentlichen Raum? Ich glaube, ganz viele Konflikte um den Öder Weg kommen daher, dass wir ein Stück weit tatsächlich eine Ideologiedebatte haben. Also wir wissen ja an der Stelle, dass Menschen, die grundsätzlich eine Sorge vor der Verdrängung des Autos aus der Stadt haben, dort auch die Gewerbetreibende mobilisiert haben, bevor da diese Umwandlung des Öderwegs angestoßen worden ist. Und auch, dass man es an ein paar Stellen nicht ganz so clever gemacht hat, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich glaube, wenn man diese Pflanzkübel nicht erst aufgestellt hätte, die dann so ein paar Tage recht hässlich, unbepflanzt da irgendwie rumgestanden hätten und die Menschen so konfrontiert gewesen wären, mit, wie sie es waren, mit diesen Betonkübeln, dann wäre vielleicht es ein bisschen einfacher gewesen, diese Situation auch als eine, die man sich schön vorstellen kann, anzunehmen. Wenn man da gleich im Frühling irgendwie schöne Pflanzen reingemacht hätte und gesagt hätte, hier kann man schön irgendwie daneben einen Kaffee trinken oder sowas, wäre es vielleicht einfacher gewesen, es anzunehmen. So war halt der Kontrast, glaube ich, für einige sehr hart und die Abwehrhaltung entsprechend hoch. Aber ganz klar, wir haben einen großen Stadtumbau vor uns
Und wir müssen an vielen Stellen überlegen, und das hatte, ja, wie wir von dieser autogerechten Stadt, die wir die letzten 100 Jahre gebaut haben, eine Stadt bauen in Zukunft, wo wir den Verkehr anders denken und uns auch die Flächen zurückerobern, die eigentlich für die Menschen da sind und fürs Grün da sind, wo die Kinder spielen können, wo wir uns auch gerne draußen aufhalten und keine Angst vor den Autos die ganze Zeit haben. Ja. Herr Becker, zum Abschluss dieser Runde, Sie können den Elfmeter jetzt verwandeln. Nachdem Sie Ihre Vorrednerinnen und Vorredner gehört haben, Sie können jetzt sagen, wer Auto fahren will, wählt Uwe Becker. Ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt bei unserem Publikum so gut ankommt. Aber ernst gemeinte Frage, sind Sie der Kandidat, der Autofahrer fördern will? Also es ist grundsätzlich, egal wie man unterwegs ist, gut Uwe Becker zu wählen. Aber lassen Sie mich das noch ein Stück weit ausdifferenzieren, damit ich jetzt nicht zu plakativ auf das eingehe, was da hier sachlich auch ordentlich vorgetragen worden ist. Wir brauchen eine Attraktivierung des öffentlichen Nahverkehrs. Und das fängt auch da wieder regional an, dass wir alle wissen, dass wir einen großen S-Bahn-Ring um Frankfurt brauchen, damit auch nicht alle, die gar nicht nach Frankfurt speziell rein wollen, sondern in die Region wieder raus, auch gleich in der Region die Dinge nutzen können. Das hilft uns auch am Ende, weil wir eben heute auch eine Belastung dadurch haben, dass viele Menschen erst mit in die Stadt fahren und in den Spitzenzeiten die U-Bahn-Linie, die A-Linie voll ist, die S-Bahn-Tunnel in Anführungszeichen voll ist. Wie haben wir bisher darauf geantwortet? Wir haben ein bisschen zu technologischen Erweiterungen. Bei der VGF hatte ich mitentschieden, dass wir dort das CBTC, also das kommunikationsgesteuerte Terminal und Zugkontrollsystem eingeführt haben, was es möglich macht, noch eine höhere Frequenz an Zügen in die Tunnel zu schicken. Das wird aber bei der U-Bahn schwieriger, weil die zum Teil oberirdisch fährt und sie dann natürlich auch Abstände brauchen, auch für den Verkehr, der sonst kreuzt. Also es geht darum, dass wir so Themen wie Verlängerung der U4 endlich von der Bockenheimer Warte rüber nach Gienheim den Lückenschluss machen, die Verlängerung der U2 über Gonsenheim nach Bad Homburg hoch und. Das will ich jetzt gar nicht alles ausführen, weil das stärkt und macht den öffentlichen Nahverkehr attraktiver. Das ist aber nicht bis morgen umgesetzt. Die Frage, wie die Verlängerung der U4 von der Bockenheimer Warte nach Gienheim kommt, ich weiß nicht, ob das Podium, was hier sitzt, die Eröffnung dieser Linie noch erleben wird. Ich drücke es jetzt mal sehr euphemistisch aus. Nein, weil wir über Planungs- und Genehmigungszeiträume reden. Wir sind noch am Leben, keine Sorge, aber wir sind nicht mehr wahrscheinlich in politischen Ämtern, das meine ich. Danke für die Klarstellung. Aber das zeigt ja eben, dass wir mehr, und jetzt nehmen Sie mir den Begriff nicht drum, mehr PS in überhaupt die Fragen von Verkehr bringen müssen. Weil wenn wir in der gleichen Geschwindigkeit, über die wir 40 Jahre über eine Regionaltangente West diskutiert haben, für den Ringschluss brauchen, dann erlebt es wirklich am Ende keiner mehr. Und alle anderen Fragen müssen wir energischer angehen. Heißt aber umgekehrt auch, dass ich bis dahin gar nicht es hinbekomme, dass alle 330.000 Pendlerinnen und Pendler auf das Auto, was sie heute häufig auch nutzen, so verzichten können, wie das manche hier auch gerne hätten, weil wir auch nicht einfach den privaten Individualverkehr mal ebenso uns wegdenken können. Wir brauchen Park-and-Ride-Angebote stärker, autobahnnah, damit von dort aus die Anschlüsse stattfinden können. Aber auch das gilt, da heißt es Ausbau von öffentlichem Nahverkehr. Und ich bin, weil Sie die Berliner Straße angesprochen haben und den Oederweg und auch das Thema Grüneburgweg, ich könnte noch den Marbachweg mit anführen, dort ist jetzt im Moment tatsächlich schon eine Politik, die erstmal darauf setzt, die Autos wegzubekommen. Und in der Konsequenz heißt es kann der ambulante Pflegedienst nicht mehr halten, der in seinem sehr engen Zeitraster es kaum mehr hinbekommt, dann noch die entsprechenden Menschen pflegen zu können. Es kann der Lieferverkehr nicht mehr vernünftig stattfinden und sorry, dann helfen mir auch keine gemischt nutzbaren Flächen, die ja auch ausgewiesen werden müssen. Dort braucht es tatsächlich eine Logik und ein Verständnis, dafür würde ich einstehen, was sich erst anschaut, was wir hinbauen, was erst überlegt und plant, was wir dort auch tatsächlich realisieren, damit am Ende ein ordentlicher, vernünftiger, der notwendige Autoverkehr ja auch noch stattfinden kann, der Radverkehr gestärkt wird, der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird und wir hin und wieder auch an die Fußgängerinnen und Fußgänger denken, die fallen nämlich manchmal bei der ganzen Diskussion hinten runter. Vielen Dank, Herr Becker. Frau Rottmann, wollen wir weitermachen mit den Einzelgesprächen, wenn es recht ist. Ihre Kandidatur wurde öffentlich, dann hat ein SPD-Bundestagsabgeordneter getwittert, ja,
Das gäbe einen heißen Wahlkampf zwischen Mike Joseph und Uwe Becker. Die Grünen stellten eine Kandidatin aus Unterfranken. Dann ging es weiter. Im Fechenheimer Wald ging es so langsam los. Die linke Szene macht sie verantwortlich für den Bau des Riederwaldtunnels. Und jetzt liest man aus der FDP-Ecke zum Frankfurt-Jahr, da kommen wir gleich drauf, sie wollen Zwangsarbeit einführen. Sagen Sie mal, haben Sie manchmal gedacht, wo ist mein friedlicher Bundestag? Nein, 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 das habe ich nicht gedacht. Also wenn man als Grüne ignoriert wird, ist es schlimmer. Das bedeutet eigentlich, dass meine Kandidatur sehr ernst genommen wird, dass ich, glaube ich, von den Frankfurterinnen und Frankfurter als gutes Angebot wahrgenommen werde. Und das löst so ein bisschen Aufregung aus, also für die Sorge, dass ich nicht frankfurterisch genug sein könnte. Ich bin immerhin mit Mainwasser getauft, Würzburg liegt auch am Main, also muss ich keine Sorgen machen. Dann lassen Sie doch beim Thema Frankfurt bleiben, Frankfurt ja. Der Vorschlag, der ist Anfang der Woche und am Wochenende nochmal richtig publik geworden. Da geht es um die Frage, dass Sie den Neuntklässlerinnen und Neuntklässlern wohlgemerkt das Angebot machen wollen, sich sozial zu engagieren, ein Ehrenamt zu übernehmen. Ich frage mich allerdings, 9. Klasse, wie alt sind ihr da, 14, 15, wenn ihr dann arbeiten können und wenn sie auch Zeit haben zu arbeiten und wenn sie dann arbeiten wollen auch, wäre es nicht irgendwie fair, irgendwas denen anzubieten, dass sie auch ein bisschen Geld verdienen und bei H&M was kaufen können? Also ich fand die Kultur des Ferienjobs immer gut. Ich habe das selber immer so gemacht. Ich glaube, sie ist ein bisschen aus der Mode geraten, aber zu meiner Zeit war das noch so, wenn man eine Stereoanlage wollte, dann musste man dafür jobben gehen. Also jedenfalls in meiner Familie war das so und das, da hat man auch viel gelernt dabei. Wenn man sich das Programm anguckt, dann mache ich den Vorschlag, entweder Ehrenamt oder Einblick in ein Unternehmen. Und das hat folgenden Grund. Ganz viele Perspektiven kriegt man als junger Mensch durch seine Eltern mit. Also wenn ich Eltern habe, die ehrenamtlich engagiert sind, dann sehe ich, hey, das macht Spaß, das ist, da kann ich was gestalten, dann lerne ich Organisationen kennen. Wenn ich Eltern habe, die einen breiten Bekanntenkreis mit Berufen haben, dann fällt es mir sehr leicht, ein Schülerpraktikum zu finden, was, wo ich was mit anfangen kann. Wenn ich Eltern habe, die in Frankfurt nicht verwurzelt sind, also die hier nie als Kind im Verein waren oder sich ehrenamtlich engagiert haben, dann kenne ich diese Welt oft gar nicht. Und ich habe den Eindruck, auch nach diesen 2, 3 sehr harten Jahren der Pandemie für die Kinder und Jugendlichen, dass, wo sie jetzt in einem riesigen Leistungsdruck sind, die Lernrückstände aufzuholen, wo ich Statistiken lese, dass die psychischen Belastungen, die Angststörungen, die Essstörungen total zugenommen haben. Auf der einen Seite zu sagen, hey, du bist nicht nur Schüler, sondern du kannst ganz viel in dieser Stadt gestalten. Du bist auch nicht ohnmächtig, sondern es kommt auf dich an. Und wir zeigen dir die Möglichkeit, wo du willkommen bist, wo du was erreichen kannst. Ich glaube, das täte den jungen Leuten gut und uns allen tut es gut, Gefühl für die gemeinsame Verantwortung für diese Stadt zu entwickeln. Vielen Dank, Frau Rottmann. Frau Mehler-Würzbach, die Linken haben ja bei der Abwahl nicht mitgemacht, also bei der Abwahl von Peter Feldmann. Hoffen Sie jetzt so ein bisschen, dass die Feldmann-Anhängerinnen und Anhänger das nicht vergessen haben und jetzt vielleicht Sie wählen? Die Linken fanden das Abwahlverfahren deswegen schräg, weil wir schon sagen, es gibt so eine Unschuldsvermutung und wir hätten schon den Prozess abgewartet, bevor wir an der Stelle das Abwahlverfahren gestartet hätten. An der Stelle fanden wir es total schräg, wie diese Prozesstage in den letzten Tagen vor dem Abwahltermin stattgefunden haben. Also es hat natürlich irgendwie nochmal sehr stark Stimmung gemacht, ohne wo schon alles klar war an der einen Stelle und auf der anderen Seite, ne, also ich will Peter Feldmann an der Stelle überhaupt nicht in Schutz nehmen, der hat sich sehr stark auch irgendwie seine Position da selbst geschaffen, so wie sie dann schlussendlich ausgegangen ist. Was aber ganz klar ist, meine Kandidatur ist eine linke Kandidatur und ich stehe für gewisse Themen ein und ob Menschen jetzt Peter Feldmann unterstützt haben oder nicht, stehe ich für Themen, die möglicherweise auch Peter Feldmann irgendwann unterstützt hat, die aber, wo ich aber mit ihm jetzt irgendwie nicht so viel zu tun habe und auch nicht hatte an der Stelle. Dementsprechend bin ich da relativ
frei, jetzt in der Kandidatur zu sagen, ich stehe für ein gewisses Programm, ich stehe unabhängig von, ne, das ist vielleicht auch der Luxus der Opposition, wie Georg Leppert das vorhin sagte, von den Sachen, für die man auch die Menschen aus der Regierungspolitik an der Stelle verantwortlich machen kann. Und ich, mein Angebot ist ein ganz klares, das habe ich auch mit dem Slogan auf meinem Programm entsprechend formuliert, weil Frankfurt euch gehört. Mir geht es um die Bedürfnisse der Frankfurterinnen und Frankfurter und auch darum, jemanden in diesem Oberbürgermeisterinnenamt zu haben, der genau die in den Mittelpunkt steht. Mir geht es nicht um mich, mir geht es um das Wesentliche für die Frankfurterinnen und Frankfurter. In Ihrem Wahlprogramm stehen ja auch solche Sachen drin, wie kostenfreie Kitas, dann Bus und Bahn zum Nulltarif, Energie, Härtefallfonds, freier Eintritt, mal gucken, in städtische Kultureinrichtungen. Das kostet ja alles ziemlich viel Geld. Wo soll das denn herkommen? Das ist total richtig. Und ich habe auch ganz klar nicht reingeschrieben, dass ich Sachen verspreche, sondern das ist ein Kompass. Ich setze mich für verschiedene Dinge ein, weil unsere Vorstellung von einer Stadt für alle eine ist, die die Bedürfnisse der Menschen und die Teilhabe in den Mittelpunkt stellt. Das heißt, es ist ein langer Marathon auf einem programmatischen Weg, der in kleinen Schritten umgesetzt wird. Das ist nicht, dass ich mit einem Fingerschnipp irgendwie bis übermorgen all diese Punkte erreicht habe. Das ist völlig illusorisch an der Stelle, ganz klar. Aber es sind konkrete Vorstellungen davon, wie eine Stadt anders organisiert sein könnte. Und klar sind das viele kleine Schritte, wo es viel zu verhandeln und zu besprechen gibt und wo wir auch, wie ich das vorhin auch schon am Thema ÖPNV deutlich gemacht habe, über Veränderungen von Finanzierungsinstrumenten ganz viel sprechen müssen. Aber klar auch für mich ist, wir wollen eine Stadt, die für die Menschen in Frankfurt funktioniert, unabhängig von der Frage, ob sie sich eins dieser Penthäuser in der Stadt leisten können oder ob sie in einer Geflüchtetenunterkunft sind. Sie sollen an dieser Stadt teilhaben können. Sie soll niedrigschwellig sein, diese Stadt. Und es ist egal, mit welchem Bildungshintergrund oder mit welchem Finanzpolster ich an der Stadt teilhaben möchte, wir organisieren die Stadt so, dass sie für die Menschen funktioniert. Das ist das Ziel, um das es geht. Vielen Dank. Herr Pürsün, die FDP hat seit 20 Jahren, rund 20 Jahren, sage ich mal, keinen OB-Kandidaten mehr in Frankfurt überhaupt aufgestellt. Der letzte hat, ich glaube, rund 2% geholt. Und wahrscheinlich sind die Quoten für Sie auch höher, dass Sie im Herbst in den Landtag einziehen, als dass Sie im Römer das OB-Büro besitzen. Aber wieso ist es jetzt wichtig, dass die FDP gerade jetzt bei dieser Wahl einen OB-Kandidaten stellt? Weil die FDP an diesem Wahltermin, 5. März, natürlich auch einen entscheidenden Anteil hatte, ich auch als Person. Ich habe über 3 Jahre an der Aufklärung des AWO-Skandals mitgewirkt. Leider war ich in dieser Zeit so ziemlich der Einzige, auch viel Gegenwind erlebt, auch persönliche Anfeindungen, habe da mit Akribie dran gearbeitet, mit Hartnäckigkeit, habe da Haltung bewiesen und deswegen ist nur konsequent, dass wenn es jetzt diesen vorgezogenen OB-Wahltermin gibt, dass die FDP da auch einen Kandidaten stellt. Wenn man sich das Feld anschaut, ist auch ganz natürlich, dass die FDP da kandidiert. Wenn wir keinen Kandidaten aufgestellt hätten, hätte man natürlich die Frage stellen können, warum eigentlich die FDP nicht? Da gibt es ja 19 andere Kandidaten, deswegen ist es nichts Außergewöhnliches. Und bei dieser Wahl ist ja auch so, es gibt keinen Amtsinhaber, es gibt keinen Favoriten. Und die Auswahl macht es. In der Demokratie leben wir auch von Wettbewerb und dazu wollen wir beitragen mit unseren Ideen, mit diesem Angebot. Und wer dann am Ende gewählt wird, das sehen wir dann. Bei 2 Terminen jetzt im Wahlkampf hieß es, da wo ich anwesend war, der nächste Oberbürgermeister, die nächste Oberbürgermeisterin sitzt hier im Raum. Und von daher ist, glaube ich, das Rennen so offen wie noch lange nicht. Und deswegen ist es ganz normal, dass wir dabei sind und ein Angebot machen. Damit wir gleich zum nächsten Thema dann auch überleiten können, Sie haben jetzt den Vorschlag einer Waffenverbotszone im Bahnhofsviertel gestartet. Ich frage mich, warum machen Sie das denn in dieser Rolle als OB-Kandidat? Es ist doch so, die Koalition tüftelt doch seit einiger Zeit über die Frage der Waffenverbotszone. Die CDU kritisiert Sie deswegen schon. Sie stellen ja auch die Ordnungsdezernentin. Warum gehen Sie denn jetzt den Weg als Einzelbewerber zu sagen, ich brauche eine Waffenverbotszone?
Nee, die Geschichte ist ja anders. Es gab einen Bericht in einer Frankfurter Tageszeitung über die Tatsache, dass die FES-Mitarbeiter im Bahnhofsviertel inzwischen beschützt werden müssen, wenn sie ihrer Arbeit nachgehen, nämlich die Stadt und die Straßen zu säubern. Und da sind die OB-Kandidatinnen und Kandidaten gefragt worden, was sie davon halten. Ich habe in dem Zusammenhang nicht gesagt, dass wir eine Waffenverbotszone brauchen, sondern dass es sehr schlimm ist, dass wir im Bahnhofsviertel diese Zustände haben und die Mitarbeiter der FES diesen persönlichen Schutz auch brauchen, weil sie angefeindet werden. Andere Kandidaten haben gesagt, sie sind für eine Waffenverbotszone, obwohl es da jetzt erstmal inhaltlich keine direkte Verbindung gibt. So, jetzt frage ich mich, okay, da scheinen wir ja hier viele Kandidaten zu haben, die für eine Waffenverbotszone ist. Worauf warten wir dann eigentlich? Wir können sie doch dann jetzt mal schnell einführen. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es eine sinnvolle Maßnahme ist, vorgeschlagen von der Polizei. Funktioniert nur dann, wenn die Polizei auch sagt, ich habe die Ressource und auch die Bereitschaft, eine Waffenverbotszone auch mit dem Personal auszustatten, damit sie wirken kann. Das war mein Vorstoß. Also viele Kandidaten haben in einem anderen Zusammenhang geäußert, dass sie dafür sind. Und ich sage, wenn wir dafür sind, warum nicht gleich vor der Wahl schon diese Sache angehen, weil wir dann auch wissen, wie sehr kann man sich auf die Äußerungen der Kandidaten verlassen, wie ernst ist es gemeint, ist es nur auf den Wahltag bezogen, danach nicht mehr gültig. Und da wir den Wahltag ja jetzt bald haben, glaube ich, ist es ganz gut, die Glaubwürdigkeit dadurch zu zementieren, dass die Kandidaten nicht nur sagen, ich bin dafür, ich will es jetzt auch umsetzen und ich habe auch meine Partei und meine Fraktion dahinter. Vielen Dank, Herr Pürsün. Wir werden mit dem Thema Bahnhofsviertel weitermachen. Wir machen da, anders als bei den Runden vorher, am liebsten nur einen Durchgang, denn wir möchten auch, dass Sie, liebe Besucherinnen und Besucher, dass wir zumindest noch ein oder zwei Fragen aus dem Publikum hinbekommen. Deshalb beginnen wir jetzt. Okay, Herr Josef, Sie hatten heute einen Termin im Bahnhofsviertel, also Sie waren im Viertel unterwegs. Stimmt denn der Eindruck, dass allgemeine Ratlosigkeit darüber herrscht, wie die Probleme im Bahnhofsviertel in den Griff zu bekommen sind? Na, ich war ja heute eingeladen von dem Max Koger, der betreibt seit Jahren und seine Familie das die Pik-Dame. Und das ist schon auch hilfreich, mal zu erfahren, wie die Situation tatsächlich vor Ort ist. Beispielsweise im Kontext einer Diskussion um Waffenverbotszonen. Im Übrigen, ich bin generell für schärfere Waffengesetze. Mir schließt sich jetzt nicht, wie man mit einem Stichmesser, mit einem großen Stichmesser oder mit einem Baseballschläger durch die Gegend läuft. Von daher bin ich grundsätzlich für schärfere Waffengesetze. Ich halte das auch für richtig. Aber wenn dann der Max Koger beispielsweise erzählt, und er ist ein bisschen kräftiger als ich, was glaube ich nicht die Kunst ist, der mit ein paar Leuten unterwegs ist und tatsächlich mit einem Messer auch bedroht worden ist. Von daher glaube ich, braucht es mehrere Maßnahmen, da wird es natürlich nicht eine Einzelmaßnahme tun. Aber was glaube ich wichtig ist im Bahnhofsviertel ist, und das hat ja die Vergangenheit durchaus gezeigt, die Sicherheitsbehörden sind gefragt, die Justiz ist gefragt. Innerhalb der Stadt gibt es unterschiedliche Zuständigkeiten, die dafür verantwortlich sind. Und auch hier gilt nicht mit dem Finger auf den einen oder anderen zu zeigen, sondern wir werden das nur gemeinsam lösen. Dazu brauchen wir ja mehr Sicherheit vor Ort. Deswegen bin ich für eine Waffenverbotszone. St. Pauli hat auch eine. Für mehr Polizei vor Ort, weil der öffentliche Raum, vorhin wurde es angesprochen, wir reden über Rad und über Autos. Es gibt aber die Fußgängerinnen und Fußgänger. Und die bewegen sich im öffentlichen Raum. Deswegen brauchen wir einen sicheren öffentlichen Raum, der auch nicht von einer Minderheit okkupiert ist, damit auch eine Frau, meine Frau mit Kindern, Familien da durchgehen können, weil der öffentliche Raum jedem gehört. Und das ist eine Voraussetzung, wenn wir über die Attraktivität des öffentlichen Raums reden. Dafür brauchen wir aber dann entsprechend auch Angebote für die Menschen, die echt Angebote brauchen und drogenkrank sind. Da hatten wir heute das Gespräch, weil sie es angesprochen haben, die Diskussion, dass wir einfach den Frankfurter Weg, den sind wir gegangen, der im Grundsatz richtig ist, den Frankfurter Weg. Aber wir haben heute nicht mehr Heroin als großes Problem, sondern Crack. Und quasi klare Kante zeigen gegen die Dealer, die da vor Ort sind, aber auch kontrolliert die Abgabe von Crack so zu organisieren, dass wir dort kontrollierte Anlaufstellen. Dafür brauchen wir andere Voraussetzungen, andere Bundesgesetzgrundlagen, vor allem auch ein Pilotprojekt, damit wir das umgesetzt bekommen. Und der dritte Punkt ist, dass wir auch Integrationshelferinnen und Helfer, dass wir ein anlaufendes Angebot für die Menschen finden, die echt krank sind. Das heißt nicht nur punktuell helfen, sondern sie auch in die Wiedereingliederung begleiten. Dass wir ein Angebot schaffen, die Menschen auch peu à peu wieder in das Leben zurückholen. Und zwar eine klare Anlaufstelle, eine Person, die über mehrere Jahre hinweg auch hilft und nicht nur punktuell. Das, glaube ich, ist eine Herausforderung für den Oberbürgermeister. Und dann geht es vor allem darum,
hinzuschauen, zu koordinieren, alle an einen Tisch zu holen, Entscheidungen zu treffen und diesen Weg zu gehen. Es ist differenziert im Bahnhofsviertel. Es gibt auch Initiativen wie Auf ins Viertel, das Jok-Jok, wo ich auch ab und an mal bin in der Münchner Straße mit dem NASIM. Die Differenzierung zeigt sich an den einzelnen Straßen und wir haben Ecken, Elbestraße, Niederstraße, die sind ein echtes Problem und das müssen wir gelöst bekommen, weil der öffentliche Raum jedem gehört und da müssen wir auch die Deutsche Bahn mit einbinden, weil der Bahnhofsvorplatz umgestaltet wird, der Fernbahntunnel wird kommen, wir werden 4 zusätzliche Gleise bekommen rund um den Bahnhof, um die Mobilitätswende zu gestalten. Da bin ich mit Stefan Meyer in einem sehr guten Austausch, in sehr guter Arbeit und wir verlagern teilweise durch die Umgestaltung der B-Ebene auch Probleme in den öffentlichen Raum. Und das müssen wir zukünftig verhindern, damit wir auch das nicht wiederhaben, was wir heute vorfinden. Dazu gehört auch die Verantwortung der Deutschen Bahn von Anfang an klar zu definieren. Vielen Dank. Herr Becker, Sie machen ja offensiv Werbung mit den Themen Sicherheit und Sauberkeit. Und bevor Sie es auf, also als allererstes stand bei den Kollegen der Bild schon mal eine Liste von Vorschlägen, wie sie das Bahnhofsviertel denn befrieden oder zumindest in den Griff bekommen wollen. Ich nerv Sie wirklich nicht bei jeder Frage damit, aber hier stellt sich es doch wirklich. Warum muss ein CDU-Kandidat das denn fordern? Also einige Sachen da, einige Themen haben mit der Landespolizei zu tun. Da ist das hessische Innenministerium fest in CDU-Hand. Viele andere Dinge sind über Jahre und Jahrzehnte schlecht gewesen und die ganzen letzten Jahre hatte doch die CDU das Ordnungsgesetz. Warum muss ein CDU-Mann jetzt diese Forderungen aufstellen? Weil das Bahnhofsviertel der beste Beweis auch erstmal zunächst dafür ist, wie stark im Moment die Stadt auch der Politik entgleitet. Und ich habe für das Bahnhofsviertel 3 Säulen, die ich für wichtig erachte, die angegangen werden müssen. Die eine Säule ist tatsächlich, und ich war ja auch Sozialdezernent dieser Stadt, die eine Säule ist das Thema Gesundheit und Sozialpolitik. Wir müssen den Angebots, das, was wir heute an Angebot haben, für die suchtkranken Menschen in das Jahr 2023 führen. Das Thema Frankfurter Weg ist angesprochen worden. Dafür stand übrigens viele, viele Jahre eine CDU-Oberbürgermeisterin dieser Stadt. Richtig. Und damals hat man sich schwerpunktmäßig auf das Thema Heroin, auf freiwillige Heroinabgabe in der Grünestraße verständigt. Viele Dinge, die wichtig waren, aber die ihrer Zeit voraus waren. Jetzt laufen wir in der Angebotssituation der Zeit hinterher. Warum? Wir haben seit Jahren eine sich total verändernde Situation. Wir haben eine hohe Crack-Szene. Und wir haben auch das, was jetzt mehr und mehr mit noch weiteren synthetischen Stoffen ist, dass die Menschen viel schneller abhängig werden, viel schneller verelenden, sowohl körperlich wie auch psychisch. Und wir haben keine Angebotsänderungen, die diese Menschen anspricht. Wenn ein Cracksüchtiger heute eine halbe Stunde anstehen muss, damit er in der Einrichtung im ersten Stock sein Pfeifchen rauchen kann, dann wartet er nicht eine halbe Stunde, sondern dann raucht er das auf der Straße und das ist genau der falsche Weg. Das heißt, wir müssen anpassen. Wir brauchen mehr Sozialarbeit auf der Straße, um die Menschen ansprechen zu können und nicht nur ansprechen zu können, sondern in die Einrichtung führen. Und wir brauchen auch stärker auch noch eine ausstiegsorientierte Angebotsform. Weil wer heute immer wieder, egal welches Angebot er in Anspruch nehmen will, in dieses Viertel muss, den bekomme ich nicht aus dem Viertel raus. Und es gibt Träger, die wir ja in der Region haben, die wir auch im Land haben, die beispielsweise bei Marburg ausstiegsorientierte Angebote machen, die mit Frankfurt über Jahre eng zusammenarbeiten, Fleckenbühler und andere, wo es mir darum geht, auch diese Angebotsform zu stärken. Also wir haben eine total andere Situation, die wir dort brauchen. Zweite Säule, ja, Sicherheit, aber da ist nicht die Landespolizei zu allervorderst, die gehört dazu. Aber das, was wir selbst tun können, Waffenverbotszone, was angesprochen worden ist, was plötzlich offensichtlich alle wollen, die Frage von Videotechnik, wo ich mich plötzlich auch wundere, dass das nahezu inzwischen auch fast alle wollen. Wir haben fast Glaubenskriege über die Videokamera an der Konstabler Wache geführt. Die Frage, ob an der Hauptwache auch noch eine hinkommt. Und jetzt lese ich, dass plötzlich fast jeder, die Grünen nicht, aber andere Videokameras fordern, die wir schon lange im Bereich Elbestraße, Taunusstraße, Kaisersack möchten. Und das braucht auch die Diskussion, die wir parallel ja selbst so zusammen Regenbogenkreisen in einer ganz anderen Richtung auch sehen. Es ist ja nicht nur das Bahnhofsviertel, die Menschen spüren ja, dass das ausstrahlt in die Stadtteile. Das braucht es, mehr Sicherheit, ja.
Und es braucht, das ist die dritte Säule, die ich angesprochen habe, ein Engagement auch aller Beteiligten, das heißt der Eigentümer, der Gewerbetreibenden, der Szene, der Gesellschaften von FES bis Tourismus und Kongress GmbH, denn wir hatten ja mal in Wellen es hinbekommen, dass das Bahnhofsviertel seinen Schick hatte und mit der Bahnhofsviertelnacht Leute interessiert waren, dorthin zu gehen, das zu erleben, die Atmosphäre. Heute wird keiner mehr diese Atmosphäre, zumindest im Moment nicht diese Atmosphäre wollen. Deswegen geht es mir auch darum, auch den öffentlichen Raum aufzuwerten, bauliche Veränderungen herbeizuführen, schmuddelige Ecken zu beseitigen, damit auch eine Aufenthaltsqualität insgesamt wächst. Also Hilfe, die Frage von Sicherheit und Sauberkeit und das Thema Aufwertung mit den Beteiligten. Die drei Säulen halte ich für ganz wichtig. Vielen Dank, Herr Becker. Frau Mehler-Würzbach, ich hatte es Ihnen ja schon erzählt, ich erzähle es den anderen auch nochmal. Ich habe irgendwie in dem Buch hier meine Fragen von vor 5 Jahren für das Stadtgespräch zur OB-Wahl 2018 zur Sicherheit gefunden. Da steht drauf, hat die Stadt zu spät auf die Probleme am Hauptbahnhof reagiert? Glauben Sie, dass die Probleme sich allein, also mit mehr Polizei lösen lassen? Ob die Missstände ein Ergebnis der Sicherheitspolitik der CDU sind? Ob ein Alkoholverbot zum Beispiel am Kaisersack irgendwie was bringt? Ich dachte, die Karte kann ich ja mal wieder mitbringen. Letztlich stellen sich diese Fragen so oder so ähnlich ja immer noch. Was sagt das denn aus über diese Stadt, dass man 5 Jahre später eigentlich immer noch dieselben Fragen stellen kann? Das ist eine gute Frage, was das über die Stadt sagt. Ich fand es ganz spannend, heute gab es auf irgendeinem Outlet der Stadt Frankfurt ein Interview mit der Annette Rinn, unserer Ordnungsdezernentin hier von der FDP, die meinte, das letzte Mal, dass wir über das schöne Bahnhofsviertel gesprochen haben, war so 1905. Also ich glaube, wir haben... Aber was kann man denn dann jetzt machen, wenn man schon so lange drüber redet? Und ich glaube genau, das ist so ein bisschen das Ding, dass im Wahlkampf alle immer der Meinung sind, sie müssen irgendwie jetzt ihr 10-Punkte-Programm irgendwie auflegen und kraftmeiernd irgendwie zeigen müssen, wie sie da jetzt irgendwie Ordnung schaffen. Ich will nicht sagen, dass man sich mit irgendwas abfinden muss. Das ist überhaupt nicht das, was ich sagen will. Ich glaube, wir brauchen ganz viel, was im Bahnhofsviertel passieren muss. Aber ich wünsche mir, dass es eine ruhige und fachliche und sachliche Debatte ist. Und die vermisse ich gerade. Was aber tatsächlich zum Teil in den Fachausschüssen passiert und was tatsächlich in der Verwaltung passiert. Weil wir natürlich eine Situation haben, die insbesondere nach Corona, wo viele Angebote so ein Stück weit natürlich nicht erreichbar waren, wo auch die soziale und gesundheitliche Situation vieler drogenkranker Menschen einfach sich auch wirklich verschlechtert hat, dazu geführt haben, dass wir gerade nicht wenige unversorgte Menschen im Viertel haben und zu wenig Angebotsstruktur, um mit ihnen umzugehen. Wir haben gesamtgesellschaftlich eine ganz andere Situation mit Aggressivität tatsächlich im Verhalten umzugehen. Und wir brauchen, glaube ich, wieder so ein Umdenken in eine Zugewandtheit, die sich nicht über ordnungspolitische Instrumente aus meiner Sicht lösen lässt. Und wir haben ganz viele Puzzlesteine, die wir uns anschauen müssen, von Ausweitung der Hilfsangebote, die wir im Bahnhofsviertel haben, bis zur Frage, wann kommt endlich die öffentliche Toilette im Bahnhofsviertel? Da sind so banale Themen, die wir aber ganz zwingend jetzt und dringend angehen müssen irgendwie, weil das einfach unaushaltbare Zustände sind. Also wir haben Menschen, die im öffentlichen Raum leben, die aber keine sanitären Einrichtungen vor Ort finden, die sie benutzen können. Im Hauptbahnhof die Toiletten kosten Geld, das ist für Leute, die auf der Straße leben, natürlich keine Option. Und das sind ganz banale Dinge zum Teil, über die wir hier reden, wo aber wir offensichtlich in der Stadt in den letzten Jahren nicht in der Lage waren, die anzugehen. Über das Thema der Waffenverbotszone wird viel geredet gerade. Ich finde das hochproblematisch, dass an der Stelle so wenig differenziert und sachlich diskutiert wird. Wir haben Waffengesetze, wir haben die Situation, dass mit Blick auf Verdachtsabhängigkeit jederzeit auch Personen durchsucht werden können. Das ist Status quo. Die müsste man durchsetzen. Eine Waffenverbotszone führt dazu, dass man anlasslos, also quasi willkürlich, jede Person durchsuchen kann auf gefährliche Gegenstände. Die Definition, was ein gefährlicher Gegenstand ist, ist entsprechend weit. Wir haben eine Stadt, die sehr divers ist, die sehr bunt ist. Dass eine solche Waffenverbotszone Racial Profiling befördert, ist doch völlig klar. Ist das das, was wir wollen und löst das das Problem, mit dem wir gerade umgehen müssen? Das ist die Frage, die ich gerne in Ruhe diskutieren würde und die fehlt mir gerade. Natürlich haben wir auch eine aufgeheizte Situation im Viertel. Ich glaube aber nicht, dass die sich durch eine Waffenverbotszone lösen lässt. Wir brauchen Präsenz, natürlich auch von Ordnungskräften, ganz ohne Frage. Wir brauchen einen anderen sozialen Kit, als wir es zurzeit haben im Viertel und wir brauchen eine Ausweitung der Hilfsangebote. Und wir brauchen nicht unbedingt mehr schöner Wohnen im Bahnhofsviertel.
Ich glaube, das ist auch eine Situation. Wir haben mit Verdrängung auch gerade zu tun. Vielen Dank. Frau Rottmann, Sie waren Gesundheitsdezernentin unter der angesprochenen Oberbürgermeisterin Petra Roth. Sie haben den Frankfurter Weg in der Drogenpolitik weiterentwickelt. Und in den Gesprächen, die wir dazu schon hatten, haben Sie häufig gesagt, ja, wir brauchen dazu aber auch eine andere Bundesgesetzgebung, Stichwort Kleinhandel mit Crack. Wir brauchen dazu eine andere Landesgesetzgebung. Wir müssen andere Städte in die Pflicht nehmen, dass auch die Hilfsangebote schaffen. Ansonsten haben wir die Menschen aus sehr weiter Entfernung, die nach Frankfurt kommen. Aber ist das nicht zu wenig und ist es nicht am Ende so, dass eine Frankfurter Oberbürgermeisterin die Dinge irgendwie probieren muss, auch in Frankfurt zu lösen? Das ist so. Wir können in Frankfurt was tun und wir können darüber hinaus mehr tun, damit es nicht immer nur ein Frankfurter Problem bleibt. Ich will was zum Frankfurter Weg sagen. Das ist in der Tat so, dass Petra Roth den sehr unterstützt hat, auch als ich zuständig war für das Thema. Der Frankfurter Weg, das Richtung Uwe Becker, erkennt aber an, dass der Ausstieg nicht für alle eine Option ist. Und die Hauptherausforderung, die wir momentan im Bahnhofsviertel haben, ich war auch diese Woche dort unterwegs, ist aus meiner Sicht Verelendung, sind schwer kranke Menschen. Schwer kranke Menschen, die auch aggressiv werden. Aber wir haben es eigentlich mit Patientinnen und Patienten zu tun, um die sich übrigens die Krankenkassen nicht kümmern, ja, sondern das lassen sie alles schön die Stadt machen. Und ich will es auch nochmal klarstellen, nicht alle Drogenhilfseinrichtungen sind im Bahnhofsviertel. Noch nie so gewesen. Ja. Sie sind, die Morphinvergabe ist im Ostend, es gibt die Schielestraße, die größte Drogenhilfseinrichtung Europas. Das ist schon lange nicht der Fall, dass jeder ins Bahnhofsviertel muss. Was kann man vor Ort tun? Wir haben keine Pflegeeinrichtungen für ältere Drogengebraucherinnen und Gebraucher. Für die wird das Bahnhofsviertel, die in einem sehr, sehr schlechten körperlichen Zustand sind, für die ist das Bahnhofsviertel der Raum, wo sie immer wieder hinkommen. Das wäre ein Weg, das könnten wir vor Ort machen. Wir brauchen diese Hygieneeinrichtung, da teile ich auch die Kritik daran. Wir müssen das versuchen und ich teile die Kritik daran, dass das noch nicht passiert ist. Ich bin der Meinung, dass wir aber auch, wenn wir unser Angebot ausbauen, gleichzeitig darauf dringen müssen, dass andere ihre Verantwortung für diese schwerkranken Menschen wahrnehmen. Wir haben in den Frankfurter Druckräumen ungefähr 30% der Konsumentinnen und Konsumenten, die sind noch nicht mal aus Hessen. Und der nächste Druckraum ist, wer weiß es, ist in Karlsruhe. Es gibt keinen in Mannheim, es gibt keinen in Nürnberg, es gibt keinen in Aschaffenburg. Warum sollten wir das denn tun? Nordrhein-Westfalen hat das von Landesebene aus jetzt zur Pflichtaufgabe gemacht. Ich finde, das ist eine Pflichtaufgabe, dass ich mich um meine Bürgerinnen und Bürger kümmere, die eine schwere Suchterkrankung haben. Und ich sage es Ihnen mal so, die Diamorphinvergabe sollte auslaufen, als ich Dezernentin war. Es war ein Modellprojekt, sie sollte auslaufen. Mein Sparringspartner damals im Bund war Jens Spahn, der wollte das um keinen Preis verlängern. Und ich habe es geschafft, dass daraus ein Angebot wurde, was die Kassen heutzutage bezahlen. Und deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass man auch das durchsetzen kann, diese Erkenntnis. Vielen Dank, Frau Rottmann. Herr Pürsün, Ihre Parteikollegin Annette Rinn ist ja Ordnungsdezernentin. Wenn Sie mit ihr sprechen, hat sie noch Hoffnung fürs Viertel? Auf jeden Fall. Also wir sprechen und natürlich nicht nur mit der Ordnungsdezernentin, sondern mit dem ganzen Magistrat sehr intensiv darüber. Es ist jeden Montag in der Koalitionsrunde automatisch auf der Tagesordnung. Natürlich steht sie da im Fokus, weil sie den Titel Ordnungsdezernentin hat. Und viele glauben ja auch, dass zum Beispiel die Frage der Sauberkeit eine der Ordnungsdezernentin ist, es aber nicht. Dafür haben wir eine Umweltdezernentin, die sich darum kümmern muss. Es ist gerade eben zitiert worden, Frau Rinn hat gesagt, das letzte Mal, als das Bahnhofsviertel quasi als Prachtstraße gesehen wurde, war 1905 und diese Zeit wird sich ja wahrscheinlich niemand
quasi sagen, dass das das Modell jetzt für heute sein kann. Wir haben ein relativ kleines Bahnhofsviertel und wir haben da sehr unterschiedliche Entwicklungen. Also es wäre falsch zu sagen, dass im Bahnhofsviertel alles heute eine Katastrophe ist, weil wir haben gleichzeitig eine Gastronomie, wir haben Geschäfte, da gibt es natürlich auch neue Wohnungen, die sehr positiv sind und wo die Menschen auch sehr froh sind, dass es das gibt, dass sie dort leben, dass sie dorthin können. Und gleichzeitig haben wir eine sehr negative Entwicklung der letzten Jahre, wo leider viel zu wenig passiert ist. So, wenn man natürlich alles einer Person überlässt oder auch nur der Stadt Frankfurt, wird das sehr schwer werden. Im Gegensatz auch zu Kolleginnen und Kollegen im Magistrat, die sagen, wir brauchen unbedingt eine Änderung in Berlin. Ich sehe das nicht so, dass wir da zu viel Hoffnung darauf machen, setzen sollten, weil es lange dauern wird, bis in Berlin sich was tut. Und was den Ameisenhandel betrifft, glaube ich, das wird nicht kommen. Da brauchen wir eine andere Lösung, die haben wir aber auch im Blick. Ich habe, Sie sehen auf meinen Plakaten, Problemlöser statt Showmaster. Ich habe in der Pandemie den Gesundheitsminister und auch den Innenminister gebeten, nach Frankfurt zu kommen und sich selber mit eigenen Augen anzuschauen, wie das Bahnhofsviertel aussieht. Beide sind nicht gekommen. Sie haben das verwehrt. Dann habe ich im Landtag und auch in der Stadtverordnetenversammlung Anfragen gestellt, weil ich erstmal die Antworten haben wollte, bevor ich sage, das ist die Lösung. Und im Prinzip alles, worüber wir reden, ist in diesen Anfragen drin. Zum Beispiel der Anteil von 56% Menschen im Bahnhofsviertel, die gar nicht aus Frankfurt sind. Steht alles drin. Heute sagt jetzt die Landesregierung, oh, das sind ja nicht alles Frankfurter, hier gibt es 900.000 Euro. Schön, aber wir brauchen Millionen. Damit ist das Problem nicht gelöst. Nachbarschaft habe ich auch abgefragt. Aber die werden uns diesen Gefallen nicht tun. Für die ist doch super, wer süchtig ist, geht ins Bahnhofsviertel, dann habe ich mit den Menschen nichts mehr zu tun. Auch da können wir uns viel erhoffen. Das wird nur funktionieren, wir haben über die Region ja auch gesprochen, wir brauchen ein gutes Verhältnis mit der Region, dass wir sagen, okay, ich habe diesen Wunsch an Frankfurt, wir haben aber den Wunsch, dass ihr uns da entlastet. Jeder lässt Frankfurt alleine und wir werden es alleine sehr schwer haben, die Situation zu verbessern. Deswegen rede ich nur über die Dinge, die wir selber im Griff haben. Und was wir im Griff haben, ist, dass die Dezernate besser zusammenarbeiten müssen. Wir werden in den nächsten Tagen im Bahnhofsviertel ein Verbindungsbüro der Stadt bekommen, wo drei Dezernate auf einmal vor Ort sind. Für jeden sichtbar, für jeden ansprechbar. Hat es vorher nicht gegeben. Und jeder versucht zu sagen, oh, am besten mache ich nichts im Bahnhofsviertel, weil dann werde ich gefragt, was ist damit, was ist damit, was ist damit. Und dann stellt sich die Frage des Scheiterns. Das können wir uns gar nicht erlauben. So viele Menschen glauben ans Bahnhofsviertel und wollen ein besseres Bahnhofsviertel, was allen zugänglich ist, wo man gerne ist, wo man sich sicher fühlt, eigentlich auch zu jeder Uhrzeit, egal was man da macht. Und deswegen setze ich sehr darauf, ich will jeden in die Pflicht nehmen, nicht nur zu sagen, was nicht geht oder nicht nur zu sagen, wofür man nicht verantwortlich ist, sondern wir setzen uns zusammen und stehen erst dann auf, wenn wir sagen, dieses eine Problem wird so gelöst und wir packen es gemeinsam an und dann haben wir allen Grund zur Hoffnung. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt das Podium kurz noch öffnen für ein oder zwei Fragen. Unsere Eventmanagerin Daniela Schwarzkopf, die das hier toll organisiert hat, die hat sich jetzt ein Mikro geschnappt. Bitte melden Sie sich, wenn Sie eine Frage haben. Es sollte kurz und knackig sein. Mein Name ist Wolfgang Häubner. Ich bin schon viele Jahre hier in Frankfurt und was mir heute Abend aufgefallen ist, dass das Thema Flughafen überhaupt nicht angesprochen wurde. Und das Thema Flughafen ist ein ganz wichtiges Thema für die Belastung der Frankfurter Bürger, sowohl was Lärm als auch was Umweltgifte angeht. Frau Rottmann, Sie sind hier als klimapolitische Sauberfrau aufgetreten oder treten hier auf. Und da frage ich Sie, als Umweltdezernentin, wo Sie von 2006 bis 2012 hier in Frankfurt tätig waren, was haben Sie bewirkt in Sachen Flughafen? Und da gehörte auch dazu, dass Sie ja in der Fluglärmkommission tätig sein sollten und mitbestimmen sollten, was dort geschehen ist. An den Herrn Becker habe ich zwei Fragen. Herr Ordner, dann bin ich glaube, ich auch dann schon reden fertig. Wir 40 Minuten. Können wir es dabei belassen, dass Sie die Frau Rottmann fragen?
Ich würde gerne den Herrn Becker noch zum Thema fragen, was er beim letzten Mal schon nicht beantwortet. So, die fragen noch den Herrn Becker und dann möchte ich das beenden. Ich will nicht annehmen. Danke. So, erstens hat der Herr Becker vor ungefähr 5 Monaten auf meine Frage, was hat es denn mit den aserbaidschanischen Spenden an die CDU Frankfurt auf sich? Das ist bis heute immer noch nicht geklärt. Dort hat die CDU 28.000 Euro erhalten. Die andere Frage: Was haben Sie bewirkt als Mitglied des Aufsichtsrats der Flughafen AG für die Frankfurter Bürger und was haben Sie dabei erreicht? Dankeschön. Ja, Frau Rottmann, es ist heute auch ein bisschen Frankfurter Rundschau History. Deshalb gebe ich die Frage direkt an Sie weiter. Genau, sehr gern. Also die allererste Podiumsdiskussion, auf der wir hier in dieser schönen Runde zusammensaßen, hat sich nur um das Thema Flughafen gedreht. Deswegen glaube ich, das Thema kommt schon auch in diesem Wahlkampf zu Recht vor. Gute Fragen hätte man auch mal an Peter Feldmann richten können, solange er noch im Amt war. Ich sage Ihnen Folgendes, da habe ich nicht unbedingt Applaus dafür bekommen, aber ich war immer gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens und habe dann trotzdem versucht, die Folgen zu bewältigen. Und das entscheidende Gremium war da das Forum Flughafen und Region, weil die rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft waren. Dort haben wir die neuen Anflugverfahren ausprobiert, installiert, auf den Weg gebracht, haben bei Betriebsrichtung 25 zum Beispiel die Verlängerung der Nachtruhe um eine Stunde erreichen können durch andere An- und Abflugverfahren. Das habe ich als meine Pflicht gesehen. Ich habe nicht gesagt, ich habe damit nichts zu tun, andere haben entschieden, dass dieser Ausbau kommt, sondern meine Pflicht war, was den Lärmschutz angeht, zu tun, was man tun kann. Und das wird auch die Aufgabe der nächsten Oberbürgermeisterin sein. Aber dazu brauchen wir nicht nur eine Stabsstelle Fluglärm, sondern wir brauchen jemanden, der sich auf europäischer und auf Bundesebene für die Belange dieser lärmbelasteten Region einsetzt und der sich dafür einsetzt, dass wir so viel wie möglich auf andere Verkehrsträger verlagern. Herr Becker, die zweite Frage ging an Sie. Ja, ich habe und stehe nach wie vor dazu, dass der Ausbau richtig und notwendig war. Und ich stehe aber genauso dazu, und da komme ich zu der Frage, dass man sich dafür einsetzt als Oberbürgermeister, die Belastungen, die von einem solchen Flughafen hervorgehen, auf das notwendigste Maß zu begrenzen. Deswegen die Frage war ja Aufsichtsrat, jetzt kann ich nicht aus dem Aufsichtsrat berichten, aber gehen Sie davon aus, dass für mich Themen wie Landeentgelte, das heißt laute Flieger, teurer machen, damit sich auch die wirtschaftliche Seite nicht mehr rechnet und wir eine stärkere, auch technische Anreizsituation haben, mit leiseren Maschinen zu fliegen. Es geht um die Frage, wie wir die An- und Abflugrouten weiter optimieren können. Die Frage, ich will nicht ins Detail zu sehr gehen, aber alles, was gen Osten rausgeht, was über die 7L läuft, auch noch weiter zu verlängern, um eine Abflugsituation zu erreichen, die Frankfurt ein Stück weit stärker in Teilen entlasten kann, dass das im Endanflug nicht mehr funktioniert aufgrund der Nähe und der Parallelität der Bahn, ist klar. Das heißt, es geht darum, dass man den Flughafen in seiner Leistungsfähigkeit stärkt, aber gleichzeitig dafür sorgt, ich habe es davon gesprochen, ihn zum grünsten Flughafen in Europa zu machen, mit dem, was dort technisch von der Frage der E-Fuels auf der einen Seite, also jetzt nicht die Landebahn bepflanzen, das ist jetzt nicht die Botschaft, sondern die Botschaft ist über E-Fuels, über die Frage, wie kommen wir mit den Gerätschaften, auch im Bereich Elektromobilität auf dem Rollfeld und, an vielen Stellen voran. Und Fraport ist durchaus da auch Taktgeber. Auch das muss man sich ein Stück weit auch vor Augen führen, Taktgeber in Fragen auch der internationalen Nachhaltigkeit im Bereich des Flugverkehrs. Aber diese Stadt lebt und hängt wie keine andere Stadt in Deutschland vom Flughafen ab. Und deswegen stehe ich auch als Oberbürgermeister dafür ein. Aber letzter Punkt, ich habe auch in dieser Diskussion schon gesagt, anders als ein möglicher Vorgänger, hängt ja von der Wahl ab, würde ich als Oberbürgermeister auch in der Fluglärmkommission in Person als Oberbürgermeister, wie es auch andere Bürgermeister machen, die Interessen der Stadt gerade zu solchen Fragen vertreten und das nicht wegdelegieren. Danke. Haben wir noch eine Frage? Wollen wir nicht, ist gut, denn darf ich ja was fragen. Mein Name ist Lothar Ruske und ich habe Ihnen sehr aufmerksam zugehört. Ich finde das auch alles ganz, ganz wichtige Themen. Aber was ich stark vermisse ist, und dafür gibt die Stadt auch sehr viel Geld aus, das Thema Kultur. Es gibt ganz viele Kulturinstitutionen, die von der Stadt unterstützt werden,
Aber es stehen ja auch ganz große Kürzungen an. Damit sind auch Institutionen vom Überleben bedroht. Das heißt, sie müssen zumachen. Wenn Sie jetzt einer von Ihnen Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin werden will, wie ist denn da Ihre Perspektive? Was haben Sie denn da für Ideen? Gut. Wir machen so eine einminütige Runde. Herr Josef. Ich freue mich auch, dass die Kulturdezernentin heute da ist, Ina Hartwig. Schön, dass du da bist, liebe Ina. Aber ich glaube, die Frage ist berechtigt. Es gibt ja Themen wie Kultur, wie Sport, viele Themen, die nicht angesprochen worden sind. Da hätte man auch nochmal über das Ehrenamt reden können. Bei Kultur ist es so, dass ich glaube, Kultur muss sich selbst tragen und hat auch ihren Selbstzweck, ist aber auch ein attraktiver Zubringer für den Standort Frankfurt. Also wir gewinnen an Attraktivität durch unsere breite Kulturlandschaft. Hilmar Hoffmann hat mal gesagt, als er den Museumsufer entwickelt hat, ich habe dem Walter Wallmann nie gesagt, was das Ganze insgesamt kosten wird, weil ich wusste, das würde mir sonst niemand genehmigen. Deswegen habe ich Museum für Museum entwickelt und am Ende hat es zur Attraktivität unserer Stadt beigetragen. Deswegen glaube ich, müssen wir die städtischen Bühnen endlich entwickeln. Wir brauchen das Kinder- und Jugendmuseum und wir müssen vor allem die Institutionen, lieber Lothar Russ, müssen wir so unterstützen, dass wir sie nicht kaputt sparen. Und es sind vor allem die freien Kultureinrichtungen. Und ich bin da an der Seite von Ina Hartwig, dass jede Kürzung im Kulturbereich eine Kürzung zu viel ist, insbesondere für die freie Kultur, weil sie dann um ihre Existenz kämpfen. Und wir brauchen die freie Kultur, wir brauchen die Vielfalt der Kultur, weil sie letztendlich auch die Brücke in unserer internationalen Stadt für die Menschen in unserer Stadt sind. Und die müssen wir weiter pflegen. Deswegen stehe ich zum Kulturstandort Frankfurt. Danke. Dann in der Schnellrunde Kultur. Frau Mehler-Würzburg. Das war viel länger als eine Minute. Es gilt, um jede Kultureinrichtung dieser Stadt zu kämpfen. Punkt. Und es ist, ich war sehr skeptisch gerade, als ich hörte, Kultureinrichtungen müssten sich selber tragen. Das tun die allerwenigsten. Also wir müssen ganz klar über die Unterschiede... Okay, in Selbstzweck, okay, das verstehe. Wir haben gerade eine Situation, bedingt durch Corona, durch Ausfälle, durch jetzt steigende Preise an allen Orten, die auch für die Kulturszene gerade extrem belastend ist. Ich kenne ganz, ganz viele, gerade auch freischaffende Menschen, selbstständige Menschen, die gerade gar nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und wir müssen um die Kulturszene in dieser Stadt kämpfen. Das ist bedrohlich und die Stadt muss an den verschiedenen Stellen und um jede Einrichtung, die es jetzt gerade geht, schauen, was wir rausholen können. Das ist ganz klar an der Stelle. Herr Pürsün, was kann man für die Kultur rausholen? Also die Frage war ja, dass Kürzungen anstehen und wir sind leider in einem Wahlkampf, wo die meisten Kandidaten sagen, von mir gibt es 5% mehr als von den anderen oder den Preis, den ich festsetze, der ist 10% geringer als das, was die anderen versprechen. So kann Politik aber nicht funktionieren und man kann auch nicht in allen Bereichen sagen, mehr, mehr, mehr und dann nicht erklären wollen, wie es eigentlich im Haushalt aussehen soll. Wir haben einige Kürzungen vor uns, die auch was auch daran liegt, dass das Land Hessen, Frankfurt da nicht so besonders gut funktioniert, will daran erinnern, die Stadt hat ja geklagt gegen den kommunalen Finanzausgleich. Zufälligerweise, als das Gerichtsurteil gefällt ist, war eine Parlamentssitzung, da hat die Mehrheit der Abgeordneten applaudiert, dass Frankfurt vor Gericht verloren hat. Und wir müssen immer mehr in den kommunalen Finanzausgleich zahlen, was zur Konsequenz hat, dass vor uns auch Kürzungen stehen. Ich möchte im Kulturbereich definitiv nicht kürzen. Wir müssen aber dafür den Politikbetrieb, die Organisation der Stadt optimieren und Strukturen so gestalten, dass einiges billiger wird, damit wir Möglichkeiten haben, um mehr zu fördern. Wir haben das Schauspiel mit gut einer Milliarde, wer weiß, ob es nicht noch mehr wird, wo wir das Geld erstmal aufbringen müssen. Und wenn wir an einigen Stellen sehr viel Geld aufbringen, wird es an anderen Stellen fehlen. Deswegen müssen wir ehrlich sein, möglichst auch vor der Wahl und nicht nur nach der Wahl, zu sagen, wo können wir Geld sparen, damit es an anderen Stellen zur Verfügung steht, wo wir gestalten können. Und es gibt den einen oder anderen Kulturbereich, der sagt, ich kriege eigentlich gar nichts und hätte gerne mehr. Und da habe ich auch Sympathien dafür, alle Bereiche gleich und auch gerecht zu behandeln. Aber das geht nur, wenn wir finanzpolitisch auch solide sind und auch vor einer Wahl offen sagen, wie die Situation aussieht. Und so rosig, wie hier alles versprochen wird, ist die Situation eben nicht. Danke, Herr Pürsün. Frau Rottmann, kurz und knackig. Ich glaube, das war auch keine Minute. Aber Sie schaffen das besser. Ich schaffe das. Also das Erste, was mir wichtig ist, ist, Kultur hat eine Bedeutung an sich. Für mich ist es auch kein Teil der Wirtschaftspolitik, sondern es ist Lebenselixier für diese Stadt. Und das bedeutet, dass es auch in der Politik der Oberbürgermeisterin die Rolle wieder einnehmen muss, wie sie es mal eingenommen hat unter Walter Wallmann oder unter Petra Roth.
Der zweite Punkt ist, zum Beispiel die Oper Frankfurt ist mehrfach ausgezeichnet worden als Oper des Jahres, aber das Land ist nicht bereit, diese Institution mitzufinanzieren. Und das ist verrückt. Also wenn es, das ist Exzellenz in Hessen und ich kann nicht verstehen, dass man das nicht mitfinanziert. Und der dritte Punkt ist, die Szene außerhalb der Institution, also es ist ja noch nicht mal so, dass bei uns am Schauspiel die Schauspieler jetzt wahnsinnig viel Geld verdienen oder sowas, aber die freie Szene ist noch unter größerem Druck, auch durch die Pandemie. Sie braucht Flächen und wir müssen überlegen, was wir da tun können, um Existenzen von Künstlerinnen und Künstlern zu stabilisieren, weil es sind hier viele junge Leute, ich habe mit vielen gesprochen die letzten Wochen, die wollen hier bleiben und wollen hier Kultur machen. Wir müssen gucken, wie können wir es ihnen ermöglichen. Herr Becker, bitte. Für mich ist Kultur ein identitätsstiftender Teil unserer Stadtgesellschaft. Und ich habe, wer mich kennt, vielleicht jetzt an der Stelle den Vorteil, dass mich Kultur nicht jetzt erst im Wahlkampf umtreibt, sondern wenn Sie mit den Institutionen sprechen und fragen, wie war denn der Kämmerer Uwe Becker in den 15 Jahren? Ich habe in den letzten Wochen ein paar Signale bekommen, dass man sich doch wünschen würde, jemanden wieder zu bekommen, der auch es möglich macht, dass Kultur von der freien Szene bis zu der übrigen, bis zu den Privattheatern wieder in den Fokus rückt und eine Sicherheit hat. Ich habe ja erlebt, dass zu Beginn dieser Koalition sehr schnell darüber gesprochen worden ist, dass da Kultur nicht nur in der Podiumsdiskussion nicht erschienen ist, sondern gar nicht erschienen ist. Und die lapidare Antwort war am Ende, na, ein Teil sozusagen, einen Teil muss es ja treffen. Das war doch die Botschaft, um das nochmal zu wiederholen. Und deswegen ist für mich der Ansatz, auch in der Rolle als Oberbürgermeister, wenn mir die Menschen das Vertrauen schenken, dass Frankfurt gerade im Bereich der Kultur eine Sicherheit braucht von der freien Szene, die unter meiner Verantwortung als Kämmerer auch mit weiteren mehreren Millionen zusätzlich gefördert worden ist, dass auch in einer solch schwierigen Phase wir nicht vergessen, was wir an dieser Kultur haben und was einmal weg ist, ist weg. Und das, glaube ich, ist etwas, und ich vermisse im Moment, sehen Sie es mir nach, ich vermisse nicht nur auf dem Podium, das ist aber jetzt nicht unsere Entscheidung gewesen, die Themen zu setzen, ich vermisse in der Stadtpolitik im Augenblick kulturpolitische Debatten. Und da möchte ich auch wieder hin. Und ich glaube, als Oberbürgermeister werde ich mich dafür einsetzen, dass das stattfindet und dass vor allem auch eine wirtschaftliche Sicherheit an dieser Stelle auch für die Kultur in Frankfurt gewährleistet ist. Da haben Sie mein Wort drauf. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich weiß, es sind noch eine ganze Menge Fragen offen, aber wir diskutieren jetzt seit fast 2 Stunden und wir wollen und müssen auch Schluss machen. Und ich darf mich deshalb zum einen ganz herzlich bedanken bei Ihnen auf dem Podium. Ich finde, weil wir heute häufiger auch mal über die Wahl vor 5 Jahren und unsere Gespräche geredet haben, Sie sind im Vergleich dazu wirklich sehr, sehr pfleglich und nett miteinander umgegangen. Danke dafür. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, meine Damen und Herren, und habe noch einen Tipp für Sie. Die Frankfurter Rundschau wird in der nächsten Woche erstmals ein neues Format ausprobieren mit OB-Kandidatinnen. Wir werden OB-Talks machen, zusammen mit dem bekannten Medienmanager Bernd Reisig. Auch die werden live im Internet übertragen. Man kann aber auch kommen. Es gibt da noch Karten, die müsste man bestellen. Nehmen Sie sich bitte draußen einen Flyer mit. Wird uns freuen, wenn wir Sie da wiedersehen. Alles Gute, kommen Sie gut nach Hause und bis dann.